existiert auf der Arbeit, weil im Discord ist er noch drin, also am Internet liegt es nicht. Weiß ich aber noch nicht. Ja, aber du glaubst nicht. Da fängt wieder so ein bisschen das Problem an, wenn ich an etwas glauben muss, damit es funktioniert und es nicht einfach so funktioniert, um mir zu beweisen, dass es funktioniert. Finde ich wieder schwierig. Mach mal kurz Hintergrundlicht. Eine Sekunde. Finde ich ehrlich irgendwie schwierig. Du Heiden, glaube an das Licht. Ja, es tut mir ja leid. Ah, er ist wieder da. Er ist wieder da, beziehungsweise ich bin wieder da. Hi übrigens. Ja. Ja, weiß ich nicht, finde ich schwierig. Warum denken Sie, dass es Vorteile bringt, auf Essen oder auch auf Trinken zu verzichten? Der Körper regeneriert sich, der Körper wird jünger, der Körper wird kräftiger und der Geist wird wesentlich wacher. Also alles das, was zum Beispiel im Raum von 10 Stunden gemacht wird, kann in die Hälfte, sogar ein Viertel der Zeit erledigt werden. Weil wir viel mehr in der Gegenwart sind, viel mehr Kräfte mobilisieren und viel, viel wacher sind. Wie viel essen Sie so pro Woche? Vielleicht sind es 4 Mahlzeiten die Woche. Damit meine ich aber einen Salat oder eine Obstschüssel oder irgend sowas. Smoothie, ja, vielleicht 3, 4 Smoothie die Woche. Wasser trinke ich noch. Also wenn ich jetzt im Süden leben würde, glaube ich, würde ich noch viel mehr. Wechseln wir meinen Rechner, alles klar, mach das. Die Paprika und Sauerkraut vielleicht zwischendurch. Und ab und zu, wenn eine Scheibe Brot oder sowas, dann kommt ein Meerrettich drauf. Weil der wärmt im Winter ein bisschen. Also das ist auch Obst, was wir uns pressen. Also die Grapefruit, weil ich ab und zu einfach das Bedürfnis habe nach ein bisschen Obst, nach Sonnenlicht. Und warum verzichten Sie hier nicht komplett auf die Nahrung, wenn Sie es könnten? Also ich könnte aufs Essen dann verzichten, wenn ich mir die Zeit nehmen würde und würde sagen, okay, Angela, jetzt entspann dich einen Moment. Warum brauchst du jetzt das oder das? Also es sind Sekunden, es sind so ganz kurze Momente, wenn ich da sagen würde, okay, nimm dir die Zeit, spür hin, was ist jetzt los, dann könnte ich das Essen weglassen. Aber warum macht sie es nicht? Und auch das Trinken? Und auch das Trinken. Aber warum Finn macht sie es nicht? Ich bin von dieser Idee offenbar wahnsinnig begeistert. Sein Ziel war... Wenn sie es doch könnte. Und es ja offensichtlich oder... Wenn es ja so gut sein soll, warum macht sie es dann nicht? Heute ist was anders. Ach so, ja, hi. Hi, übrigens, er ist gerade beruflich unterwegs und deswegen habe ich seinen Stream kurz übernommen. Aber er sollte gleich irgendwann wiederkommen, also er sollte gleich wieder da sein. Ah, guck mal, wenn man vom Teufel spricht. Als gelogen ist, von vorn bis hinten. Ja, deswegen, also, ne, wenn, deswegen finde ich die Aussage so komisch. Sie könnte verzichten. Aber warum tut sie es nicht? Weil die sieht jetzt nicht aus, als wäre sie wahnsinnig beschäftigt. Die hat bestimmt schon ein Alter gereicht, wo sie auch nicht mehr arbeiten muss. Ja. Habe ich mitbekommen, dein Stream war weg. Alles klar, mach das. Bis gleich, bye bye. Ja, weiter im Text. Schamane im Amazonasgebiet zu werden und seine Eltern hatten zu der Zeit große Angst um ihn. Diese Angst war so groß, dass sein Vater sogar den Pass verbrannt hat, um ihn an dem Flug nach Südamerika zu hindern. Am Ende ist Finn aber trotzdem im Guten gegangen. Er hat sich von seiner Mutter verabschiedet auf dem Waldweg und ist dann zu Fuß von Hamburg aus los. Zu Fuß. Finn trampt und besucht in Deutschland noch einmal viele seiner Freundinnen und Freunde. Auf dem Weg in Richtung Atlantik kommt er schließlich in Granada in Spanien an.
Dort macht zu diesem Zeitpunkt seine Schulfreundin Nora Kranefeld gerade ein Auslandssemester. Sie ist die letzte aus Finns großem Freundeskreis, die ihn getroffen hat. Bei ihr bleibt Finn für 2 Tage. Sie machen zusammen eine kleine Wanderung. Wir saßen an so einem Hang, wo auch Leute in Höhlen gelebt haben. Und ich habe ihm noch so ein bisschen erzählt, dass eben diese Hänge um uns herum auch gespickt sind mit kleinen Höhlen, wo auch Menschen leben und so. Und dann fand er die Idee irgendwie ganz faszinierend. Was hat er da über das Fasten erzählt, über die Lichtnahrung? Speziell über die Lichtnahrung und das Fasten hat er erzählt, dass er eben gerne so eine Höhle finden möchte auf seiner Reise. Oh. Vielleicht, wo er einen Zwischenstopp einlegen kann. Okay, das ist natürlich nicht so gut. Dass ihn das fasziniert oder eben gut tut. Also da hat er auf jeden Fall irgendwie positiv darüber geredet. Und ich kann mich daran erinnern, dass er eben gesagt hat, eigentlich muss er gar nicht mehr so richtig essen. Und, ja, eben. Deswegen tut das eben ist, so weiß ich nicht. Mehr für gesellschaftliche Zwecke, wenn ihm das angeboten wird. Dass es eben einfach eher um diese Einstellung ging, dass das Essen irgendwie einfach ein Luxusgut ist, was wir in unserer Gesellschaft total übertreiben und worüber er denkt, dass man das eigentlich auch einfach nicht mehr so richtig braucht. Auf jeden Fall nicht in diesen Ausmaßen. So. In Marokko geht Finn dann an Bord eines privaten Bootes und segelt mit den beiden Eigentümern. Was du schon sagtest, Zuschauer, ich meine, die Muskeln, die brauchen ja auch irgendwie Energie. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass mich eine Sonne auftanken kann, sodass meine Muskeln durchgängig auf Vollleistung laufen. Weiß ich nicht. Vielleicht glaube ich einfach nicht dran, aber ist Finn gestorben? Ja. Hayden. Yes. ja, der ist tatsächlich gestorben. Und jetzt geht es so ein bisschen um die Zeit, wo man noch was von ihm mitbekommen hat. Über den Atlantik. Von Fuerteventura aus schreibt er an seine Mutter den Brief. Das Ziel der Segler ist nicht Südamerika, aber der sieht noch, sondern die Karibik. Der sieht nicht total ausgehungert aus. Deshalb also irgendwas muss er ja essen. Zwischenstopp schließlich auf der kleinen karibischen Insel Dominica. Wie die Familie kurz nach Finns Tod mache ich mich auf den Weg dorthin. Selbst mit dem Flugzeug eine lange und aufwendige Reise. Vor Ort will ich herausfinden, wie die letzten Wochen in Finns Leben abliefen. Aber ist er nur bis dahin gekommen? Ich meine, 9 Monate, um, wenn man sich die Strecke anguckt und überlegt, dass er nur getrampt ist. Dschungel. Ja. Hier lebte Finn abgeschieden, mitten im Urwald. Jillianne Robinson ist eine der letzten Personen, die Finn lebend gesehen haben. Wow, really beautiful. Von ihr möchte ich wissen, warum Finn ausgerechnet nach Dominica kam. I saw his reaction to especially the sunset the day after Maria. It was the most beautiful sunset. I don't know. And I didn't notice it. Finn was the one who drew it to my attention. And so that tells me that he was somebody who appreciated nature. And so the greenness, deswegen, also irgendwas müssen wir ja zu uns nehmen. Und dazu zählt nicht Licht. 2 Wochen nach Finns Ankunft nähert sich ein extrem gefährlicher Hurrikan der Insel. Und Finn ist vernünftig, verlässt den Dschungel, wandert 10 Kilometer weit bis zum nächsten Ort und steht irgendwann vor Jillianne Robinson, die er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennt. So, I was right here when I saw Finn. So I had just locked my office and I was walking out of here. And when I walked out, Finn was right there. And I am like, what are you doing here? Don't you know there's a hurricane? And he was like, well, my mom called. Ich esse jeden Morgen 3 Schüsseln Luft und einen Schluck Licht. Huh. Also scheint hier quasi die Sonne aus dem Arsch. Wir machen weiter. And I'm like, where did you plan to stay during the hurricane? And he was like, well, can I just put my hammock right there? And I'm like, no, you can't. It's a hurricane. And so then I proceeded to get a room together for him. So he spent the night pretty much like this, on a mattress on the floor. He spent Monday night and Tuesday night with us. Two nights. So this is where he stayed. During the eye of the hurricane, I knocked on the door to ask him whether he was okay, and he came to the door. He told me that he was fine. Did he eat and drink while he was here?
He ate with us only once. I offered him something to eat after I had settled him in, gotten him a mattress and a sheet, pillowcase, and that was when he indicated to me that he was fasting. And so I told him, well, he could have some tea, because I mean, I fast. Ich weiß nicht, ob das zu bedauern ist. Schlussendlich war es seine Entscheidung. Welches Leid er hinterlässt, steht auf einem anderen Blatt. Ja, also, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilt, ist absolut seine eigene Schuld. Gar keine Frage. Und auch das, ja, ich meine, auch wenn er einen Brief geschrieben hat, ich weiß nicht, da war ja gerade noch irgendwas mit einem Telefonat oder so, dass seine Mom wohl angerufen hat. Weiß ich nicht. Ja, schwierig. Die Sonne hat ihn angelacht. Oder ausgelacht. Ja, ich glaube, er hat Zweiteres. And sometimes I have tea. And he told me he's not having anything, he's just having water. What did he tell you about the fasting thing? Well, I asked him why he was fasting, because I found it odd that somebody would be hiking and fasting at the same time, because hiking requires quite a bit of energy, and if you're fasting, you're not taking any food. And so he told me that he was fasting to cleanse his spirit. Zufällig treffen wir die Frau, die während des Hurrikans in dem Haus für alle gekocht hat. When we prepare dinner, he tells us he's not eating, he fast, you know, whatever. So I tell the boy, you can't be fasting all the time, boy, you can have something to eat, a coffee or something. So we try to make him eat the morning, we give him breakfast, he had taken the breakfast before he left. Oh, he ate, well, I didn't know that he had eaten breakfast. So Christian, I'm sorry, I didn't know that he had eaten, because remember, I was not there, I didn't know he had eaten. Dann die Nacht des Hurrikans, ein Sturm der höchsten Kategorie 5. It was already very dark outside, and we could hear the noises, the snapping of the trees, just horrendous noises. The sound das kommt aus dem Mikrofon. Ich dachte gerade, bei uns fängt es auch an zu regnen. The trees falling. There are times when the songs were high pitched. There are times when the song was very, very low, and the rain. You know, you could just see the rain, like sheets of rain, not just raindrops, but like sheets of rain. Der Tag danach. Was, wie viel dadurch zerstört wird immer, ne? Und das ist ja kein einmaliges Ereignis dort. Das passiert ja öfter. In dieses Chaos, in diese zerstörte Natur bricht Finn auf. Um wieder im Dschungel zu leben, ohne Schutz. Und offenbar mit dem Plan zu fasten. Vor allem gerade die ganzen Bäume, die sind doch noch total schwach nach so einem Das letzte Sturm. Foto von Finn stammt von diesem Morgen. You took that picture of Finn. Yes, I did. Actually, it's the last picture of him alive. Yes. Could you show us where did you take it? Sure. I was standing right here when I took the picture on the morning after the hurricane. I just caught him coming. He was walking up right at the time that I was taking the picture. So if you notice, his head is down in the picture because I didn't call out to him to indicate that I was taking the picture. So I just stood right here and I just took the picture of him. Just on a whim, I am not even sure why I took the picture. And I didn't realize that it would have been the last picture of him alive. 6 Wochen später. Hallo. Regnet es in Deutschland auch so viel in letzter Zeit? Ja, wie Zuschauer schon sagt, ja, aber nicht so wie in dem Video. Also nicht Hurricane-mäßig, obwohl teilweise schon krasse Unwetter dabei sind. Aber ich glaube, was die Regenmassen angeht, hat 2019 einfach den Vogel abgeschossen. Das war, ja, da stand auch unser Wasserwerk komplett unter Wasser. Das Problem ist, wir haben unser Wasserwerk und oberhalb ist eine Talsperre und vor der Talsperre, also zwischen Talsperre und unserem Wasserwerk, ist so ein kleiner Teich, der einen Damm hat zu unserem Wasserwerk hin. Und es hat so viel geregnet, dass der Damm schon drohte zu brechen. Das war wild, da musste so viel evakuiert werden. Das mit dem Extremsturm gab es am 20.06.2023 im Raum Kassel. Davon habe ich tatsächlich gar nichts mitbekommen. Oder ich habe es gerade einfach nur nicht auf dem Schirm, was wahrscheinlich wahrscheinlich ihre Variante ist. Ja.
Bist du bereit, weiterzumachen? Data ist Finn tot. Oh, okay, nicht meine Frage, aber wir machen weiter. Wo geht's jetzt hin, Christian? Ja, jetzt treffen wir Thomas, dem gehört das Waldgrundstück, auf dem Finn gelebt hat und wo er auch gestorben ist. Is it good like that? Hello, good morning. Yes. My name is Christian. Nice to meet you. Yeah, my name is Thomas Allen. Hello, Thomas. Yes. Nice to meet you too. Yeah. Very nice. You look just like him. Really? Yeah. Okay. Wir machen uns auf eine beschwerliche und lange Wanderung. Wie gesagt, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, du bist im Stream stumm. Weiß ich nicht, Zuschauer hat gefragt. Ich muss mal kurz auf, ich habe was zwischen den Zähnen, ich komme gleich wieder. So. Jetzt aber. Top. Ja, weil alles weggecrashed ist, war die eine Verbindung noch nicht gesetzt. Was ein Stress. Bei uns in Aachen ist vorgestern richtig Sturm aufgekommen. 80 Volleinsätze und der Sturm war für... Oh Gott, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Bei uns ist der Betriebsarzt abgesoffen. Also auch irgendwie letzte Woche oder vorletzte Woche, als es so ein Starkregen gab. Krass. Da bin ich wieder. Jo. Wenn du bereit bist, kannst du weitermachen. Okay, warte. Einige Bäume auf der Straße und vor meinen Augen ist einer gespalten auf dem Gehweg geklatscht. Okay. Oh, what? Was geht? Und Zuschauer schrieb, ich habe den Tag sowas vorher noch nie live erlebt. Was geht? Der Hagel hat etliche Autos, Fassaden und Dächer zerschossen. Alter, das ist ja fast so schlimm wie bei uns ist mal ein Wirbelsturm durch ein Dorf durchgezogen und hat einen kompletten, also eine 12 Meter breite Schneise durch den Wald gezogen. Oh, und shoot. Ein halbes Dorf zerwüstet und ein Arbeitskollege von mir stand im Neubaugebiet und konnte nicht mehr vor und nicht zurück. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, die EM so ein bisschen geschaut haben und auch das Deutschlandspiel gegen wie war das denn? Das im Dortmund-Stadion. Das Achtelfinale. Ja, genau. Ja. Da waren auch teilweise so große Hagelkörner, die da runtergekommen sind. Alter Schwede. Ja, also bei uns hat es dann nach eurer Klassifizierung, es hat genieselt. Würde ich jetzt sagen. Eingebaute Gruppendusche, ja. Ja. Aber Autohäuser entglast. Krass. Okay, das vor allem, wenn man sich überlegt, gesehen. Was für ein Schaden das ist, ne? Also das ist ja wirklich ein Schaden in Millionenhöhe teilweise schon, ne? Was da kaputt gegangen ist. Nur weil sich die Wetterlage bei uns in den letzten Jahren so verschärft hat. Das war ja nicht schon immer so schlimm, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, krass. Ja. Oh, wie fertig, ey. Ja, dann weiter geht's.
You have some properties down there? Yes. That's the same place your pin died. It's by me. That's my place below there. Ah, down there? Yeah. Boah, es ist krass anstrengend. Ey, es ist viel krasser, als ich mir vorgestellt habe. Das sieht so krass aus. So steil und so, weil der Boden so wahnsinnig feucht ist. Man rutscht in einer Tour bei jedem Schritt. Und es ist brutal warm und... Oh, krass. Dann die Luftfeuchtigkeit in so einem Regenwald ist halt auch extrem hoch. Hätte ich hinten und vorne keinen Bock drauf, ne? Muss ich ja auch gehen. Gar nicht. Da kannst du einen Luftentfeuchter, da brauchst du einen größeren als bei dir zu Hause. Ja. See that? That was the thing to carry him. And then. Warte mal. So, Zuschauer schrieb, ein Kollege hat es den neuen BMW bis zum Totalschaden zerschossen. Keine Scheibe mehr heil, Blech im Golfball-Design. Und Oreo schrieb, bei uns hat's auch ist eine Person gestorben. Alter. Oh shit. Ey, und das alles. Aber das war doch nicht immer schon so schlimm, oder? Nee. Also ich. Früher, wie hieß er denn? Wie hieß der denn nochmal, der Sturm? Da war ich in der Grundschule noch. Keine Ahnung. Irgendwas mit K. Ich weiß es auch nicht mehr. Der war schon wild. Aber das wird halt immer mehr und immer schlimmer. Ja. Vor allem, ich glaube, auch die südlicheren Regionen eher mehr durch die Alpen und so weiter, weil sich das dann da so richtig schön zusammenstauen kann. Ja, das hängt sich dann da richtig dran auf. Klimawandel gibt's nicht. Was? Genau. Ich glaube auch. Mhm. Ich glaube an den Klimawandel, bin ich immer noch Heiden. Ja, fire, der Herr ist wieder da. Fire people came down before King and Oh, krass. No, this is the place. This is the place where he died. Nee, du bist, Nee, jetzt bist du eine Gläubige. Nun kannst du das Licht nutzen. Mm. Oh mein Gott. Ja, das Licht, genau. It's Finn. Oh, krass. Finn who built that. After the hurricane, he's the one that built this. He's the one that make this bunk. And when he had died there, before he died, he was breathing. I try and help him. His hands, his foot dirty up, take water and wash his hands, his foot. And then I cover him with a blanket because he was naked, facing up. So then I come there and make that for him because I didn't want to put him on top there. And if he dropped, it was. So I come and make that there for him and then while we there, we see Denn saubere Füße helfen beim Überleben. Hm. Oh, ja, anscheinend nicht. He was such a loving guy, nice. But what that caused him to die, he had liked to fast. He liked to fast plenty. And he told me once he had to go for 3 days fast. And I have a mind, it's the 3 days fast he went through that caused his death. You know, I said, if I come down before that, I'll meet him. Aww. Oh, der Arme. Ja, sorry, Oreo. ja, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man vom Golfballgroßen Hagelkorn getroffen wird. Die Kleinen tun ja schon ein wenig weh. Wollte gerade sagen, und also die können halt echt Schaden anrichten. So, an dir. Ja, und an einem anderen. Ja, und der Typ, alter Schwede, den hat's zerlegt. Mhm. Also seelisch gesehen.
glaube, der hat das nicht gut verkraftet. Nee. Nein, da helfen auch keine Aluhüte, muss ich dir sagen, Dracon. Nicht wirklich. Vielleicht trifft es dann die Richtigen, wenn die mit Aluhüten draußen rumlaufen, wenn wir mit Fahrradhelm rumlaufen müssen, weil es so krass hagelt. Dann darfst du aber auch nicht diese Standard Fahrradhelme tragen, weil da sind dann noch Netze dazwischen. Ja, und Löcher. Ja. Dann direkt mit Motorradhelm losziehen. Ja. Das Ding ist auch, wenn die dir auf die Arme fallen, also je nachdem, wie groß die sind und welche Geschwindigkeit die haben, die dringen halt ins Fleisch ein. Ja. So, als ob du mit Paintball beschossen bist. Ja, und früher war eh alles besser. Da konnte man noch hinterm Auto mit dem Schlitten hinterhergezogen werden. Das geht ja heute gar nicht mehr. Na, gehen tut das schon. Ist nun nicht mehr so ganz legal, habe ich gehört. Und die andere Sache ist, wahrscheinlich hast du mehr Funkenregen als Schnee. Ja. Wegen dem nicht vorhandenen Klimawandel natürlich. Ja, auf jeden Fall. Den gibt's ja nicht. Also, das ist ja alles frei erfunden. Ja. Ich möchte wirklich zu gerne wissen, was der in seiner zweiten Amerikareise, was ihn dazu bewegt hat, so zu werden. Ich denke mal, irgendwelche psychedelischen Substanzen oder die nicht vorhandene Therapie. Der hat eine Therapie gemacht. Vielleicht war die der Auslöser. Hm. Dass die ihn dann so gesehen auch noch bestärkt hat. Weiß man ja nicht. Krass. Jo, Früher konnte ich noch Kaffee machen, als mein PC hochfuhr. Nun muss ich direkt arbeiten. Oh, es ist einfach so fahr. Bei uns auf der Arbeit auch. Also so, als ich angefangen habe mit der Ausbildung, du hast deinen PC angemacht und in dieser Zeit, wo dieses Ding hochfuhr und sich breit machte, damit man damit arbeiten konnte, konnte man zur Kaffeemaschine gehen, sich einen Kaffee ziehen, noch kurz mit den Kollegen quatschen und wenn man dann wieder hingekommen ist, hatte man vielleicht Glück, dass man sein Passwort eingeben konnte. Okay. Ja, das war wild. Oh, ich habe das Männchen mit der Käppi kaputt gemacht. Also nein, eigentlich habe ich es nur auseinandergebaut. Oh Mann. Sieht keiner, dass ich jetzt gegähnt habe. Ja, das Video geht noch 6 Minuten. Ich denke mal, die schauen wir uns auch noch eben an. Ja. Ist das die offizielle Todesursache? In Rousseau, in der Hauptstadt von Dominica, soll heute eine Gerichtsverhandlung oder eher eine Anhörung vor Gericht stattfinden, bei der geklärt werden soll, woran Finn gestorben ist. Also mit Zeugen, Anhörungen, mit Obduktionsbericht und so weiter. Kurz bevor wir jetzt gerade losgefahren sind, haben wir aber gehört, dass diese Gerichtsverhandlung angeblich verschoben wurde, um auf unbestimmte Zeit, wahrscheinlich um mehrere Monate. Wir fahren jetzt aber trotzdem einfach mal hin. Eigentlich ist der Fall klar. Aber wir haben als Journalisten die Pflicht, Finns Todesursache zu erhärten. Ah, hier ist es. Beim Gericht erfahren wir, dass der Termin um mehrere Monate verschoben wurde. Eine Mitarbeiterin schickt uns zur Polizei. Dort erfahren wir nach mehreren Stunden Diskussion und Warten, dass es tatsächlich einen Autopsiebericht gibt, den uns aber nur die Staatsanwaltschaft geben kann. Also weiter dorthin. 2 Stunden verbringen wir hier. Sogar die oberste Staatsanwältin von Dominica empfängt uns in ihrem Büro. Kannst du mir mal erklären, warum die in dem Satz die oberste Staatsanwältin empfängt uns in ihrem Büro? Und da läuft eine Frau mit einer Matratze auf dem Kopf durchs Bild. Wie, jetzt mal ernsthaft, warum muss man das so zusammenschneiden? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als hätte man das Video nicht einfach die 5 Sekunden da, also die Szene, hätte man ja auch einfach nochmal neu drehen können, wo keiner durchs Video läuft. Ja, aber
Das haben die wahrscheinlich sogar. Ich glaube nicht, dass das B-Roll-Material nur 10 Sekunden lang ist. Ja, deswegen. Also sie hätten ja auch einfach eine andere Szene nehmen können. Ja, oh Gott. Die nehme ich die Nebentätigkeit. Ja, und das ist die, okay. Und das ist die Aktentasche vorne vor, ne? Hm? Oh, das wäre jetzt so nice, wenn die das wirklich ist. Ich kann gerade ja nicht unterscheiden, ob sie über ihren Bubis was drüber hat oder ob das einfach ihre Bubis sind. Ich glaube, die hat da was drüber. Auf dem Kopf sind die Akten. Nun, die Matratzen können auch viel erzählen. Wir haben die Runde diskutiert, ob sie uns jetzt diesen Obduktionsbericht geben können oder nicht. Und am Ende hat sich die oberste Staatsanwältin entschieden, uns das nicht zu geben, weil nämlich das gerichtliche Ermittlungsverfahren nicht abgeschlossen ist. Und solange das Verfahren läuft, geben sie eben keine Dokumente nach außen. Aber soweit sie sich erinnert, sei Finn sehr schwach und sehr dünn gewesen und hätte, sie hat gesagt, kind of fasting, also eine Art Fasten gemacht. Und möglicherweise oder offenbar sei das eben die Todesursache. Ja, offensichtlich war es das. Stefan Lörner ist Bevollmächtigter der deutschen Botschaft vor Ort. Er hat all die... Also in Deutschland hätte es wahrscheinlich dazu eine komplette Pressekonferenz gegeben und man hätte die Todesursache live im Fernsehen ausgestrahlt. Ja, wahrscheinlich. Ja, und vor allem, ja, krass, ein richtiger Rechtsstaat. Wahrscheinlich hatten die nicht mehr genug Bargeld dabei, um mal in Schubladen zu denken. Oh, wow. Oh, wow. Die Formalitäten erledigt. Und auch Finns Tod im Auftrag der Botschaft untersucht. Nun, ich habe noch herausgefunden, dass Finn quasi verhungert ist. Also er hatte eine Mission gehabt, dass er von was leben kann, was nicht geht. Wie er das nicht aussprechen will. Die Obduktionsberichte, die ich dann mal gelesen durfte, hat das dann bestätigt, dass er nichts mehr gegessen hatte und keine Nahrung mehr zu sich genommen hat und so und dann schlichtweg daran gestorben ist. Der Autopsiebericht ist bis heute unter Verschluss. Stefan Lörner durfte ihn nur inoffiziell kurz einsehen. Zurück in Deutschland, auf dem Weg zu dem Bestattungshaus, in dem die Trauerfeier für Finn stattfand. Der durfte den nur inoffiziell kurz einsehen. Mhm, weil, und dann wird so eine Dokumentation gedreht. Ja, weil wahrscheinlich der Bruder des Cousins, des Sektenführers, die Staatsanwältin kennt. Ja, aber wenn das doch inoffiziell ist, dann kann man das doch nicht in so einem Video sagen. Klar. Ich meine, es auf Deutsch können sie eh nicht verstehen, wahrscheinlich. Ja, es gibt auch keine Dolmetscher. Hm. Und Oreo, da hätte eigentlich so ein Surprise-Pikachu-Face jetzt mitten reingeschnitten werden müssen. Mhm. Den hier finde ich auch ganz gut. Mhm. Sowas. Auf jeden. Ja, weiß ich nicht. Inoffiziell, offiziell anscheinend. Will mir dort ein Foto von Finns Leichnam zeigen. Ja, er möchte das Bitte Foto was? Aus der Öffentlichkeit raushalten und das kann ich auch total gut verstehen, weil das ja was sehr Intimes und Privates ist. Erst teasern sie es an und dann zeigen sie es nicht. Da dieses Foto aber in der ganzen Geschichte ein wichtiger Beleg oder zumindest ein wichtiges Indiz ist, habe ich ihn gebeten, ob er das Foto mir einmal zeigen kann. Hier in diesem Rahmen ist Ulrich Hölscher bereit, mehr. Warte, das fand ich ja mega. Achte auf die Motorradfahrer. DSGVO, ne? In der ganzen Geschichte ein wichtiger Beleg oder zumindest ein wichtiges Indiz ist, habe ich ihn gebeten, ob er das Foto mir einmal zeigen kann. Jetzt auf ihn achten. Der schiebt sein Motorrad nach hinten. Hier in diesem Rahmen ist Ulrich Hölscher bereit. Ich dachte, die andere wäre vorgefahren. Nee. Oh, wow. Die Familie erfährt damals von Gillian Robinson von Finns Tod. Sie hatte die Leiche im Krankenhaus gesehen.
sie sagte mir dann in dem Telefonat auch, dass sie ein Foto gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ich würde es gerne haben, weil ich möchte unbedingt sicher sein, dass es Finn ist und keine Verwechslung. Das kann ich Ihnen gerne mal zeigen. Wie reagiert man da in dieser Situation? Also außer genau so. Was würdet ihr sagen, wenn ihr so ein Bild gezeigt bekommt und dem Vater dieser verstorbenen Person gegenüber sitzt? Was würdet ihr tun? Was würdet ihr sagen? Außer nix. So, du kannst ja nicht mal mein Beileid sagen. Also doch, kannst du schon, aber das klingt so... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwas muss ich sagen, also sage ich das. Ja, das auf jeden Fall. Aber so wie Dracon gerade sagt, ich hatte gerade so ganz kurze Vibes von, da wird gerade ein Drogendeal durchgezogen. Und das war der Preis. Ja, genau. Also, ja. Mein Gott. Oh, wie gut. Oh, ja, das weiß ich nicht. Ja, Zuschauer, da hast du auf jeden Fall recht. Also da kann man im Leben, glaube ich, nie was richtig sagen. Solange man was sagt. Das hat mir meine Mutter beigebracht. Erst vor kurzem aber, wie hat sie es gesagt? Ich glaube, sie hat von einer Freundin gehört, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn alle Bescheid wissen und du dann merkst, dass die Leute die Straßenseite wechseln, ohne mal ein Wort zu sagen. Oh ja, das finde ich auch ganz furchtbar. Das Problem, was ich immer nur sehe beim irgendwas sagen, ist ja eigentlich mit dem Auge passiert. Ach nix, das ist nur das Licht. Was ich schwierig finde, wenn man gezwungenermaßen irgendwas sagt. Du weißt ja auch nicht, ob die Person das will. Also wenn man was zu der Situation sagt, wenn man nur sagt, irgendwie, wenn du reden willst, bin ich da oder so. Da bin ich bei, das auf jeden Fall. Aber alles, was weitergeht, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar kontraproduktiv ist. Weil manche wollen in diesen Situationen, gerade wenn es halt kurz danach war, vielleicht auch gar nicht drüber reden oder müssen erstmal selber verarbeiten, was da gerade passiert ist, ohne dass sie sich jetzt anderen schon direkt öffnen können. Deswegen weiß ich nicht. Ja, das Argument hatte ich auch. Die Freundin von meiner Mutter sagte da halt nur, also ich gebe das jetzt so zitatförmig wieder, dass es noch schlimmer ist, dass du das Gefühl hast, dann auch noch ein Aussätziger zu sein für etwas, wofür du nichts kannst. Also wenn das Kind zum Beispiel gestorben ist oder der Ehemann oder sowas. Und dann wechseln die Leute die Straßenseite, blöd gesagt. Dass man da dann einfach nur mein Beileid sagt und wenigstens sagt man was. Ja. Oder macht eine Geste, ne? Ja. Das jetzt nicht unbedingt einen Stinkefinger zeigen, das wäre vielleicht wirklich unangebracht, aber... Dein Sohn ist gestorben! Ah! Oh mein Gott, das ist... Ja, Zuschauer, da hast du auf jeden Fall recht. Meine Eltern wussten auch nicht, was sie machen sollen. Die haben dann immer, Brötchen und Kuchen rübergebracht. Einfach vor die Haustür gestellt, geklingelt und sind gegangen. Also. Ach, wie süß. Null Kontakt, das haben sie für einen Monat durchgezogen. Und dann hatten die Nachbarn gesagt, hey, voll geil von euch, das hat mega geholfen für uns, das reicht jetzt. Also nicht böse gemeint, das reicht, süß. Sondern... nur 32 geworden. Noob! Ja. Vergangt nicht mal das Leben kriegst du hin. Selbst habe es abgenüppelt. Oh, scheiße. Deswegen... Das darfst du dir keinem erzählen.
Nee, deswegen, das werde ich wahrscheinlich auch im Herzen behalten und das dann eher machen als sowas. Ja. Dann einfach, ja. Genau. Gucken wir uns weiter den Drogendeal an. Mein Ja. Eindruck war auch gleich, dass er verhungert ist. Ja. Dass er so weggeglitten ist. Man sieht einfach, wie zittrig die Hände von ihm Ja, noch wir sind. versuchen ihn irgendwie Ja. festzuhalten. Und sagt mir natürlich immer, hätte ich doch die Zeit vorher mit ihm verbracht und vielleicht hätte ich noch irgendwas machen können. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Angehörige in der Situation Der so Regisseur des großen Einfluss auf die Dokumentarfilms Leute Peter haben Arthur können. Straubinger schreibt, sein Film warne klar vor den Gefahren. Finns Tod sei für ihn nicht nachvollziehbar. Vielleicht sei die Ursache stärker in einer drogeninduzierten Psychose zu finden, an der Finn laut einem Mailwechsel mit dessen Vater offensichtlich litt. Der ORF teilt mit, Generaldirektor Alexander Wrabetz habe sich von dem Film distanziert, über den er laut Medienberichten gesagt habe, dass er inhaltlicher Schwachsinn sei. Man hätte aber versucht, dies in einer anschließenden TV-Diskussion herauszuarbeiten. Von Vimeo heißt es, man sei für den Inhalt von Drittanbietern nicht verantwortlich. Und Amazon wollte auf Anfrage keine Stellung nehmen. Sowas kann verkauft werden und es kommt kein Wort drüber, dass es gefährlich ist und dass es keinen Beweis gibt, dass das möglich ist. Und das macht einen natürlich als jemand, der seinen Sohn verloren hat, wütend. Ist doch klar. Und ich glaube nicht, ich bin sicher, es wird nicht der letzte gewesen sein. Glaube ich auch Weil nicht. diese Szene existiert weiterhin. Finn wurde nur 22 Jahre alt. Seine Familie wollte sein Schicksal vor allem euch erzählen. Sie möchte vor der Lichtnahrung warnen, damit sich so etwas nie mehr wiederholt. Hast du auch schon mal von Lichtnahrung gehört oder von einem anderen esoterischen Konzept, das du gefährlich findest? Dann schreib deine Erfahrung doch gerne mal in die Kommentare unten. Wenn dir diese Reportage gefallen hat, dann... What the fuck? Also, den letzten Rest davon kann ich definitiv unterschreiben, von wegen, sowas sollte nicht frei verkäuflich sein. Das Ja. zählt für mich auch wie zu Alkohol oder Zigaretten oder, keine Ahnung, sowas wie Lachgas und. Sowas sollte eigentlich nicht so verkäuflich sein. Ja. Ohne noch nicht mal eine Warnung anscheinend drauf, dass das ausgedachter Humbug ist. Und ja. Ja, ich glaube, diese Warnung kam von den Filmemachern nicht dabei, weil die wirklich geglaubt haben, was sie da verfilmt haben. Aber es klingt jetzt vielleicht böse, das so zu sagen, aber Leute mit normalem Menschenverstand, denen sollte doch wohl klar sein, dass das so nicht funktionieren kann, oder? Naja, vor Corona hast du auch gedacht, Ah, es ja, gibt okay, keine gut. Idioten. Und plötzlich fangen die an, in England irgendwelche G5-Türme abzufackeln, weil sie denken, Bill Gates verteilt darüber die Viren. Also, ne? Ja, so, Dracon. Muss voll unangenehm sein, voll der große kalte Raum und dann so eine kalte Situation. Ja, ich glaube, bei mir würden da Fluchtinstinkte anspringen. Ja, Also, ich will da ich raus glaube bei aus dem mir auch. Raum. Ja, Das wäre so, ja. einfach voll unangenehm. Und Oreo, Mütter in 2027, wenn du deine Sonnenenergie nicht fertig ist, gibt es kein veganes Biogummibällchen, welches genau 0,002% des Regenwaldes rettet. Oh, meine Fresse. Oder, wenn du deine Sonnenenergie nicht aufisst, gibt's morgen Schietwetter, also musst du fasten. Dann gibt's Oh gar nichts zu essen. Oh Gott. Mann, ey. Ist das dumm. Der hat den Spruch Ah. mit, wenn du dein Teller nicht auf isst, hast du, gibt es morgen keinen Sonnenschein, wörtlich Ja, genommen. das Ding ist, der Spruch geht ja eigentlich anders. Das sagt dieser Spruch gar nicht aus.
Der Spruch heißt ja, wenn du nicht auf isst, gibt's den Schied morgen Wetter. Und das heißt nicht, dass es dann morgen Schiedwetter gibt, sondern dann gibt's den Scheiß morgen wieder. Das ist die eigentliche Bedeutung von diesem Spruch. Ja, wenn die Leute kein Plattdeutsch verstehen. Ja. So, und dann, ja, Actionfilme brauchen eine Gewaltswarnung, Symbol auf der Verpackung etc. Aber so ein Film ist fein, ja. Finde ich auch ganz, ganz schwierig, muss ich sagen. Also gerade sowas. Oder vorher irgendwo eine Einblendung, wo drin steht, es gibt keine Beweise, dass es funktioniert. Und ich meine, jetzt offensichtlich auch ein Beweis, dass jemand schon dran gestorben ist, weil er sowas praktiziert hat. Fände ich schon wichtig, muss ich sagen. Ja, und insgeheim fahren sie zu Burger King und essen einen Cheeseburger. Also jetzt wirklich platt gesagt, ne? Einfach nur, ja. So ein Scheiß verkauft sich halt richtig gut. Ja. So, und dann, ja, die Login-Daten zum Chip im Kopf, die habe ich auch. Und ja. Und ja, hör mir auf mit seriellen Kabel, die muss ich auch noch kaufen. Für die Arbeit. Generelle Frage, Film oder Doku, was ist besser? Ich würde Dokus sagen. Kommt drauf an, ich liebe Dokus. Ich liebe Dokus wirklich. Es kommt immer drauf an, auf über welchen Themenbereich. Ja. Aber, Cooking Good Looking? Was? Was? What's cooking, cooking Good Looking? Was? Was versuchst du mir zu sagen, Fabi? Und hallo! Entschuldigung. Mein Gott. Entschuldige, das muss sein. Das muss sein, wenn Fabi im Chat ist. Das ist ungeschriebenes Gesetz, das muss sein. Was geht, Schnecke? Deep Talk hier nach der Reportage, die wir gerade geguckt haben. Mit ein bisschen Witzeln zwischendrin. War ganz viel schwarzer Humor. Oh ja. Kurzes Revue aus eben. Dein Sohn ist gestorben! Ha! Selber schuld! Ja, hat er mal nicht die Doku geguckt. Ja. Oh ja, also Dokus auf jeden Fall. Bei mir aktuell überhaupt nicht mehr. Space-Dokus, so gut. Oh ja, ja. Liebe ich ja. Und Welt der Wunder-Dokus, ja, auf jeden. Da bin ich voll am Start. Yes. Was geht denn bei dir so, Fabi? Nein. Ja, instant viral und cancelled. Das darf man nicht machen. Das war. Ja, das ist dieses sagenumwogene aus dem Kontext schneiden. Ja. Überprüfung und so, hattest du die jetzt schon? Hattest du deine Zwischenprüfung schon? Oder ist sie noch? Habe ich die verpennt? Was für ein Thema denn Zwischenprüfung? Hau mich bitte nicht, wenn ich es jetzt falsch sage, aber Bäckereifachverkäufer? Oder so? Irgendwie sowas. Nee, Dienstag, aber wir reden darüber, wie das abläuft. Und wie seine war. Ah, okay. Dann drücke ich dir für Dienstag auf jeden Fall die Daumen. Ist ja auch nicht mehr so viel Zeit. Nee, und Zwischenprüfungen sind eigentlich relativ easy. Die müssen da voll was Aufwendiges, also nicht was Aufwendiges zubereiten, aber die müssen da halt was zubereiten. Nee, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk, Schwerpunkt Bäckerei. Ja, entschuldige bitte. Entschuldigung. Die, ja, nee, die gucken wir nicht an, die Haley-Doku. Was ist eine Haley-Doku? Das ist eins der schlimmsten Sachen überhaupt. Das ist unglaublich. Also, möchtest du kurz? Erklär ruhig.
Okay, da geht's um ein, was war denn das? Um ein 2,50 Euro Chip, der an dumme Leute verkauft wird als Heilprodukt des Überwahnsinns. Und es werden da zum Teil sogar Heilversprechen mit Statistiken und so weiter untermauert, aber jeder weiß ja, die beste Statistik ist die, die du selbst gefälscht hast. Das ist so harter Schwurbelkack, das glaubst du nicht. Also ich habe die schon ein paar Mal gesehen und deswegen ja. Ah, und die wurden von den Typen angezeigt und ja, genau, Krebsheilung auf Distanz mit dem Handy mit Bluetooth verbinden und dann wird eine Frequenz ausgestrahlt, die dich heilt, aber die ist nicht messbar und Alter. Das ist. Oh, ich habe ein Bild bekommen von Fabi. Ich muss eben gucken. Oh, was eher? Ist das ein Bild? Oh, geil! Wo machst du deine Zwischenprüfung? Wo muss ich hin? Darf ich das im Stream kurz zeigen? So per Handy in Kamera, bitte? Fabi, ihr macht bei der Zwischenprüfung richtig Lebensmittelkrams und so. Oh. Sieht es geil aus oder sieht es geil aus? Also bitte. So, wo muss ich hin? Ravensburg. Ravensburg, alles klar. Moment, haben wir da nicht eben schon drüber gesprochen am Anfang des Streams? Nee, das war Ravensburg. Hatten wir da nicht eben drüber geredet, wo dieses komische Assassin's Creed Valhalla-Dingsbums-Ding steht? Das steht in Regensburg. Oh, verdammt. Naja, ist ja fast dasselbe. Oh, cool. Ach, wie geil sieht das denn bitte aus? Geil. Also, kann man essen, würde ich sagen. Wie sieht da der Nerd-Talk aus? Nein, Vollkorn ist viel geiler, weil... Ich weiß nicht, Fabi, wie sieht bei euch so der Nerd-Talk aus? Oh, ist das dumm. Ja. Oh. Vor allem Nerd-Talk. Nun. Bäckerei-Nerd-Talk. Das wäre eine voll geile YouTube-Serie. Oh mein Gott. Würde ich irgendwie feiern. Und zwischendurch kommen dann die Reaction-Videos auf. Hallo, ich bin Jo und ich backe Brot. Dinkel Omega Lull. Yes. Oh. Okay, ich bin mit meinem Nerd-Talk auch nicht viel besser. Vollkorn Ultras. Oh Gott. Oh wow. Oh, jetzt geht es los. Ja. Jetzt geht's los. Das könnte Inhalt sein, die einen erschrecken. Schön. Die Brötchensage, ab heute ein Kilo Mann. Wirft Toast in die Mitte und wird direkt gesteinigt. Ich stelle mir das gerade vor, ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, wenn so ein Fisch war im Meer und dann kommt ein Hai und die ganzen Fische schwimmen so auseinander und das stelle ich mir gerade mit deinem Toaststück vor. Du schmeißt es in die Mitte und alle Menschen so. Die Meere des Brotes, okay. Ja. Oh mein Gott. Also, Fabi, dann hau ich jetzt auch einen raus. Ich habe mir heute Dinkelaufbackbrötchen in der Heißluftfritteuse gemacht. Oh, wie oh ich sehe vor meinem inneren Auge, wie sich Fabis Zehennägel hochkräuseln. Ich wollte gerade sagen, wie sehr bluten deine Ohren gerade. Also ja, es ist wie veganes Brot, muss ich dazu sagen. Du widerst mich an, voll Deivel. Aber da kommen die besten Brötchen raus. Da machst du unten geil, noch ein bisschen Wasser rein und dann... Ja, also so sehen die Brötchen bei mir nicht aus. Nice. Voll mega gut. Ja. Oh, das ist auch geil.
Mit den kleinen Mini-Frikadellen dabei. Jo. Das ist echt richtig gut. Veganer Leberkäse? Es ist kein Leberkäse, wenn es vegan ist. Punkt. Und das kommt genauso wie kein Schnitzel ist, wenn es vegan ist. Das ist Gemüsepaste, die in Form gepresst wurde. Ja. Ich sag nicht, dass es nicht schmecken kann, aber es ist kein Schnitzel. Das kann richtig gut schmecken teilweise, aber es ist kein Schnitzel. Schnitzel besteht aus Fleisch. Ja. So. Leberkäse ist schon meh, aber dann noch vegan weird. Vom, by the way, Tortilla-Ding, vegan, Mini-Frikadellen, vegetarisch. Stimmt, das war ja die Vorgabe, ne? Dass das vegan oder vegetarisch sein muss, ne? Der Snack, den ihr zubereiten müsst. Was zur Hölle? Ja. Fabi, wenn er wochenlang für die Prüfung übt. Oreo schreibt, wenn ihr krank werden wollt, kann ich vegan Leberkäse dringlichst empfehlen. Oh nein. Was? Wurdest du schon wieder angerufen? Nee, aber mein Kopfhörer hat auf irgendwelche Handysignale reagiert. Das hat zum Glück nicht geklingelt. So, gibt schon coole vegane Produkte. Oh ja, Beyond Meat, die Burger Patties, ist das Geilste, was du auf dem Burger drauf haben kannst. Das ist mega. Ja, und Hafermilch trinke ich eigentlich auch nur noch. Er baut die Industrieware nach. Ja. So. Chef, ich habe hier nochmal 3 Kassenzettel, die ich aus der Kasse ausbuchen muss. Prüfungsvorbereitung und so. Ja. Würde ich nicht anders machen. Mhm. Oh, das ist ja fast so schlimm. Ich musste dann nochmal was nachgucken. Ich musste nochmal üben. Ja. Ich habe da ein bisschen Geld ausgegeben, ist aber auch nur vegan gewesen. Ja. 500 € raus. Das ist fast so schlimm wie bei meiner Ausbilderprüfung. Da muss ich auch so einen Scheiß machen. Zwar nichts mit Käse, aber ich musste Ausbildern erklären, wie man ausbildet, mit Ausbildungszusammenhängen für Fachinformatiker. Das war nervig. Ja. Chef, Kühlhaus ist komplett leer, aber hey, Prüfung wird gut, Chef. Ja. The only thing that matters. So. Ich hatte gerade auch einen total veganen Döner. Das hat sich überhaupt nicht gelogen angehört. So. Was ich geil finde, ist so ein Burger, wo das Beef Patty aus Pilzen besteht. Das hatte ich noch nicht, Oreo. Aber und, das klingt tatsächlich gar nicht so ungeil. Nee, und die veganen Burger von Burger King sind die besten. Und von Mc's habe ich die auch noch nicht probiert. Und ein veganer Döner klingt wie ein Salat. Ja, ist wahrscheinlich sogar eher ein Salat. Das ist kein Döner, wenn es vegan ist. Sagen wir mal so, mein Essen hat bestimmt vegan gelebt. Wow. Zählt doch auch irgendwie, oder? Oh ja. Jetzt weiß ich, was du meinst, Zuschauer. Der Typ, der das alles nachkocht, also so Mc's-Sachen und ja, jetzt brauchen wir noch 15 Kilo Natriumsulfat, damit die Sachen länger haltbar werden. Aber no joke, diese Fleischbällchen aus Erbsen oder so. Ja. Ja, es gibt schon vegane und vegetarische Produkte, die echt geil schmecken. Ich habe ja auch schon ein bisschen was probiert. Wir haben, glaube ich, mal, das klingt jetzt auch wieder doof, aber veganes Hühnchen gemacht. Ist natürlich kein Hühnchen, wenn es vegan ist. Aber das hat auch, also wenn man
wenn man es richtig würzt, schmeckt es echt gar nicht so schlecht. Oh ja, definitiv. Deswegen schmeckt mir zum Beispiel auch die Beyond Meat Sachen besser als so ein normales Burger Patty. Hm. Deswegen, also das kann man schon essen. Ja. Das geht schon ganz gut. Also wenn ich Möhren aus dem Garten essen würde, würde ich, glaube ich, danach ins Krankenhaus fahren und mir eine Spritze geben lassen. Da auf den Snacks war auch pikanter Hummus drauf. So roh aufs Brot mehr, aber mit einem Salat und Tomate drauf. Kann ich mir tatsächlich sogar relativ gut vorstellen. Würde ich auch mal probieren. Also wenn du nächstes Mal bei mir bist, dann musst du, oder bei uns bist, dann weißt du, wer fürs Kochen und fürs Backen und so zuständig ist. Du hast dann keinen Urlaub, kein Frei, gar nichts. Du musst Essen für uns machen, weil wir einfach gar keinen Bock da drauf haben. Ist das gemein von dir? So. Nein, Zuschauer, ja. Nicht mit wegen den Vitaminen, sondern weil ich semi-allergisch gegen Karotten bin. Also große Mengen Karotten. So eine einzelne reicht aus. Und Oreo, ich glaube, von veganen Hühnchen wirst du nicht krank. So, Döner kann tatsächlich nicht vegan sein. Ist maximal Drehspieß. Gibt da Regeln von den Zutaten beim Fleisch. Ja. Dann ist das, hier, wie heißt das, eine vegane Teigtasche nach Dönerart wahrscheinlich. Deswegen muss ja auch immer, vegane Schnitzel steht ja auch nicht drauf, sondern dann steht da Erbsenpatty nach Schnitzelart oder sowas. Und dann darfst du es so nennen. Wow. Imagine, ich bekoche euch mal auf ein Wochenende, dann kannst du dir deine Diät aber abschminken. Nicht, weil ich fettig koche, aber weil du futterst wie ein Scheunendrescher. Ja, es wird so kommen. Es wird so kommen. Oh ja. Das ist auch, wir waren jetzt letztens bei Jackies Tätowierer. Und dann mittags sind wir kurz zu ihm nach Hause. Und der hat Essen für uns gemacht, ne? Und es war einfach so lecker. Und dann so, dann kam auch wieder so diese typische Frage, sag mal, willst du uns eigentlich adoptieren? Wir haben keinen Bock zu kochen, aber irgendwas müssen wir ja essen. Kinder, hier kommt der siebte Gang, oh mein Gott. Nee, also Zuschauer, ich hab's überhaupt nicht mit Gemüse, außer Brokkoli. Hallo Capri-Sonne. Brokkoli ist lecker. Ja, heute gucken wir Reacts. Nein, wir reacten. Wir gucken so. Videos. Ja, genau. Das hast du falsch verstanden. Oh. Also doch, vorhin habe ich wirklich nur Reacts geguckt, weil ich einen Rufbereitschaftseinsatz hatte. Ja. Und dir zugeguckt habe. So. Alle sind dasselbe. Lieber Fleisch essen ist gesünder. Könntest du bitte Subway Surfer unten rechts in der Ecke abspielen und meine kurze. Ja, ja. Bis der erste Zuschauer sagt, alle sagen irgendwie Chat, aber ist das Absicht? Was? Nee. Ach so, weil der eine, der heißt stiller Zuschauer. Also wir meinen da schon eine spezifische Person, Dracon, sorry. Und sonst seid ihr als Allgemeinmasse doch Shit. Oder Shit? Da bin ich mir noch nicht sicher. Thema Karotten. Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Karottenreibe. Ich habe jetzt feinen Karotten. Ich kann jetzt feinen Karottensalat zubereiten. Also pass auf, dass du nicht die falsche Möhre da reinraspelst. Wow.
Ich wollte gerade sagen, also Fabi, du musst aufpassen. Also ich werde niemanden vertrauen, der eine Karottenreibe hat, weil ich ein Video gesehen habe, wo jemand seinen Daumennagel da drin reingerieben hat und ihren Freund das nicht gesagt hat und er dann schon die ganze Zeit immer sowas gegessen hat und da zwischendurch ein bisschen Crunch dabei war. Oh Gott. Nee, die Möhre bekommst du roh. Ach, warte, falsches Thema. Aber besser als den Staubsauger zu missbrauchen. Oh, wow. So. Und Oreo wird gekocht werden, wenn er vegane Schnitzel verlangt. Okay. Hier geschehen schon wieder Dinge. Achso, braucht noch jemand Wackelaugen? Ich hätte da noch 98 Stück übrig. Die kann Fabi auf seine Produkte da kleben, die er vorstellen möchte. Was? Ihr kennt doch dieses berühmte Staubsaugermodell, oder? Ich kenne ein Modell, von dem ich gehört habe, das hatte am Ende einen Staubhexer noch mit dran, ne? Und es gab ein paar Verletzte. Oder meinst du das, womit man auch Weißlichtmilben wegbekommt? Bitte was? Sag mir bitte nicht, du kennst es nicht. Nein. Der Staubsauger macht dann Überschau. Oh mein Gott. Oh ja, ich glaube, das war der sogar, der den Schredder am Ende hatte. Kobold-Staubsauger. Okay, ich finde gerade das Video nicht. Kennst du die Verarsche mit den Weißlichtmilben nicht? Nee. Das war, wo dieses ganze Schneeballsystem von Hühler, war das, glaube ich, aufgedeckt wurde. Da hat einer aus Spaß gesagt, dass man ja mit dem tollen Hühler-Staubsauger auch die Weißlichtmilben von der Decke saugen kann. Es oh gibt mein keine Gott. Ja. Oh, ja, Drake hat ja genau, bei einem Modell wurde der Ventilator-Schredder umplatziert. Ups. Genau. Das Beste, was man haben kann, ist ein Nasssauger. Und solange es nicht der Teletubby-Staubsauger ist. Naja, wenn es nass ist, flutscht es besser, wa? Gibt eine Doktorarbeit, die eine Korrelation mit Genitalien, Genitalverletzungen zur Einführung des Modells aufgezeigt hat. Oh mein Gott. Hab Crush auf den Teletubby-Staubsauger. Oh. Wir schweifen schon wieder irgendwie in ungeahnte Gefilde ab. Ja, wollen wir Pixelkriege angucken? Oh ja, mach ein. Na, warte. So, hier. Oh ja, Jules! Am 1.4.2020. Nee, nein, stopp. Ich bin noch nicht so weit. Also, wir gucken jetzt Jules mit den Pixelkriegen. Das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Ja, ich glaube, sie wird das feiern. So, also, bist du bereit? Mhm, bereit also, bin ich immer. Okay, Jules, den kennt ihr alle, einer der Deutschlands besten YouTuber, wie ich finde, vom Schnittstil und dem Meme-Potenzial. Und ja, dann starten wir mal rein. 22 brachte Reddit ein Event zurück. Eine 2000x2000 weiße Leinwand, wo jeder im Internet einen Pixel platzieren kann. Und das mit einem Cooldown doch, Moment, das habe ich doch letztens mit... Alleine hat man keine Chance, doch als Gruppe schon eher. Und so sind in kürzester Zeit Gruppierungen entstanden. Allianzen haben sich gebildet. Doch, das habe ich schon gesehen, Und Anführer haben ihre Armeen in die Schlacht gestürzt. Das ist die Story vom größten Krieg der Internetgeschichte.
Ja, Oreo, du hast recht. Man lernt echt von Jules mehr als in der Schule. Ja. Vor allem kann man sich das auch besser verhalten, weil es einfach mega gut rübergebracht ist. Ja. Auch das Intro ist so hammer gemacht. Doch erstmal zurück an den Anfang. April-Scherze auf Reddit haben eine ziemlich lange Reise hinter sich. Beispielsweise gab es zum 1.4.2015 das r/TheButton-Event. Redditor bekam einen Knopf angezeigt, der von 60 Sekunden runterläuft. Die Regeln? Jeder User kann den Knopf einmal drücken. Hat ein User sich geopfert, wird der Timer dafür auf 60 zurückgesetzt. Die Person kriegt außerdem einen farbigen Banner neben dem Namen, repräsentativ für die Sekundenanzahl, in der der Knopf gedrückt wurde. Allein durch dieses Event entstanden Gruppen wie die 60s. Leute, die sich zur Aufgabe machten, sofort bei Sekunde 60 zu drücken. Die roten Wächter, ihre Aufgabe ist es zu verhindern, dass der Timer jemals die 0 erreicht. Die graue Hoffnung, ihre Philosophie war, der Versuchung, den Knopf zu drücken, zu widerstehen, mit der Hoffnung, dafür Reddit-Gold zu bekommen, wenn das Event vorbei ist. Dazu gab es ganze Religionen und philosophische Ansätze darum, was das frühe, späte oder gar nicht drücken über einen aussagt. Versuchung und so. Der User mit dem Namen The Button wurde schließlich zum Propheten ernannt und das Experiment endete nach ca. 2 Monaten. Und das war gerade mal eines der vielen Reddit-Experiments. Und am 1. Ja. April, 2 Jahre später wurde das allererste r/place-Event ins Leben gerufen. Oreo, das haben wir vorhin geguckt. Einen beliebigen Pixel platzieren, auf einer 1000x1000 Leinwand. Alleine? Keine Chance. Aber als Gruppe konnten die ersten schönen Kunstwerke entstehen. Verschiedene Nationen bauten ihre Länderflaggen auf, während in den Ecken einfach nur eine beliebige Farbe gespammt wurde. Andere Redditor taten sich zusammen und malten eine riesige Regenbogenstraße aus Mario über die ganze Leinwand, welche alles auf ihrem Weg bunt macht und schließlich von He-Man gedeepthroated wird. Communities von Spielen und Franchises taten sich zusammen und das Video ist Platz so für ihr Logo auf der Leinwand. So aber nicht alle waren gut. So friedlich. Die Blue Corner Partei wollte einfach nur aus einer Ecke heraus alles zerstören. Das alles vernichtende schwarze Void ebenso. 4chan schrieb ein Skripten, um die LGBTQ-Flagge zu raiden, und Deutschland dachte sich, es wäre witzig, Frankreich das 4. Mal in der Geschichte der Menschheit zu stören. Und als der Regenbogenstrahl kam, ging der Frankreich-Deutschland-Kampf zu Ende und gründete mit viel Liebe Europa. Es gab natürlich auch ziemlich gute Artworks, wie zum Beispiel die Mona Lisa oder die Sternnacht von Van Gogh. Und was steht hier genau? Somebody wants to... Moment mal. Ein Reddit-User wollte seiner Freundin sogar auf der Leinwand einen Heiratsantrag machen. Und die Leute waren so nett und schrieben ihn für ihn. Fuck, I hate you, Lisa, you cunt bitch. Lol. Am Ende wurden noch untereinander Verträge unterschrieben, dass man sich gegenseitig helfen soll, anstatt alles kaputt zu machen. Und so endete das erste r/place-Event nach 72 Stunden. Die Events der nächsten Jahre wurden eher weniger gut aufgefasst. In r/sequence sollten Redditor mit aneinander gehalten GIFs ihre eigenen Stories erstellen. Daraus entstanden zum Beispiel solche Klassiker. Hey, you. Finally awake. Kurz gesagt, nach jedem neuen Experiment hieß es, r/place war besser. Ein paar schlechte April-Experimente von Reddit später kam 2022 schließlich eine Ankündigung. Ich war Teil der Nachtwache, I did my part. Hast du erzählt. Und am 1.4.2022 passiert es endlich. Die Spiele wurden eröffnet. Und der erste Pixel wurde platziert. Koordinate 420, 420. Und wie gewohnt fing eine Vielzahl an Ländern an, riesige Flaggen quer durch den Canvas zu malen. Mit dabei Deutschland in Höchstgeschwindigkeit, Ukraine bekam ziemlich viel Liebe ab und ein paar Länder alliierten sich sofort. Wie zum Beispiel die Nordische Union, vor allem weil ihre Flaggen verdächtig gleich aussahen. Die Leute waren diesmal vorbereitet. Doch eine Sache war diesmal anders. Streamer. Streamer hatten eine riesige Armee hinter sich, konnten gezielt und schnell zuschlagen, waren aber relativ schnell wieder weg, nachdem auch der Streamer offline ging. Länder und Communities hingegen waren konstant, dafür aber nicht so mächtig und koordiniert wie die Streamer. Und als Ein-Mann-Armee hattest du so gut wie keine Chance. 3 Stunden Arbeit. Endlich fertig. Eines der größten Livestreamer zu der Zeit war X4C. Sein erster Angriff war gegen die Oso-Community. Diese bekam davon mit und schaffte es, ihr Logo ganze 4 Mal gegen 200.000 Zuschauer zu verteidigen und wieder aufzubauen. Sie waren koordiniert. Jeder verteidigt seinen zugeschriebenen Pixel. Und so bekam sie innerhalb kürzester Zeit den Ruf der Unzerstörbaren und keiner traute sich mehr, sie anzugreifen. X4C befahl seiner Armee mehrmals von jedem, die Artworks zu zerstören. Völlig und damit bescheuert von eigentlich. Den anderen Communities nicht gerade wenig Hass auf sich. I have gotten more threats in an hour than I've gotten in 6 years combined. Und die Armee des Volts war diesmal auch zurück. Mit verschiedenen Propagandaplakaten und Werbevideos warben sie neue Leute an, die ihnen dabei halfen, den Schwarm zu erweitern, um alles auf der Leinwand zu verschlingen. Take action now and place your fucking pixels. Was für eine Riesenaktion das auch einfach war. Ein riesiges Monster als Zentrum des Übels, um alles um sie herum zu verschlingen. Typische Ziele waren Länder und Artworks, die ihnen einfach nicht passten, und natürlich die von den meisten Gaste Furry-Community.
Verschiedene Gamer-Communities versuchten sich derweil auf dem Canvas zu verteidigen. Auch die Leute von Genshin Impact hatten zahlreiche Probleme mit ihrem Logo. Und dann gab es noch einen Angriff von John Dillament obendrauf. Ah ja, das ist eine dänische Kinderserie über die Probleme eines Mannes mit einem riesigen Genital, was auch sonst. John! Und langsam merkten die Leute immer mehr, dass Verbündete gar nicht so schlecht sind und schlossen auf verschiedenste Weise Frieden untereinander. Die meisten platzierten Herzen an den Ländergrenzen. Argentinien und Portugal nahmen Messi und Ronaldo, Indien und Dänemark mit Schwan und Elefant oder die belgische Statue mit dem Delfin. Oder der deutsche Bundesadler mit stetig wachsenden Muskeln. Und das ist so cool gewesen. Bekommt. Doch eine neue Armee, die größte Gruppierung von allen, zeigte sich nun auf der Leinwand. Sie waren überall und absolut unaufhaltbar. Das ist auch so geil. Oh ja! Ja, das war so gut. Die waren einfach überall. Ja. Und die haben alles übernommen. Überall zu verstecken, ja. Egal wo man hinsieht. Teilweise bestanden ganze Artworks nur noch aus Among Us-Figuren. Ihr Anführer war der riesige Among Us-Cock, der alles auf der Leinwand Stück für Stück besamte. At here, calling all members to defend against the Among Us-Cock, this is an emergency. Aber erstmal hier ein kleiner Exkurs in die verschiedenen Arten der Among Us-Figuren. Ist das der kacke. Der versteckte Among Us. Among Us. Die Among Us-Horde. Der wirklich gut versteckte Among Us. Loch Among Us. Oh, wow. Creeper Among Us. Oh man. Hintergrund Among Us. Among Us, Among Us. Verbotener Schweizer Snack. Among Us Turm. Osas. United Source of America. Ultra Rare Tackle Among Us. Among Us Roboter. Oh my, wait. Oh my god. I see them now. Wenn man einmal anfängt, die Among Us-Figuren auf der Leinwand zu sehen, gehen sie einem nicht mehr aus dem Kopf. Können Sie mir beschreiben, was Sie hier sehen? Among Us. Okay, und was erkennen Sie auf diesen Bildern? Among Us. Among Us. Am Ende wurden auf der Leinwand über 2800 Among Us-Figuren gezählt. Leute haben sich ganze Among Us-Trinkspiele ausgedacht. Irgendwo reinzoomen, wenn eine Among Us-Figur zu sehen ist, trinken. Oh wow, die waren besoffen, oder? Die waren doch des Todes besoffen danach. Die komplette Leinwand wurde verdoppelt. Und die allerersten, die diesmal ihr Territorium erweiterten, waren die Deutschen. Natürlich. Erstmal wieder einmarschieren. Oh ja. Diese hatten einen ganz besonderen Ruf auf der Leinwand. Und denn innerhalb der ersten paar Stunden hatten diese ein ganzes Diagramm fertig, wie man sich untereinander zu organisieren hat. Inklusive einer freiwilligen Nachtwache, die die Verteidigung der Pixel zu den späten Stunden übernimmt. Willst du nicht mal schlafen gehen? Nein, ich muss den Among Us Cock abwehren, Dad. Dementsprechend war es auch das einzige Land, was es sich erlauben konnte, die anderen Länder mit einem riesigen, allbekannten, sprich Deutsch, du Hurensohn, zu beleidigen. Auf der neuen Leinwand schoss außerdem der riesige Among Us Cock durch die Gegend. Das Void bildete sich erneut und die Armee des grünen Gitters konnte sich nach rechts erweitern. Green Lettuce. Eine Gruppe beschützender Leute, die mit ihrer geballten Kraft Platz schafften, damit kleinere Gruppierungen und weniger mächtige Pixeler sich darin platzieren konnten. Für insgesamt 30 kleinere Communities wurde somit ein sicherer Ort auf der Leinwand geschaffen. Ein bisschen weiter drunter konnte sich außerdem die Fuck Cars Community breit machen. Leute, die keine Autos mögen. Die wurden relativ schnell zu Fuck Ears gemacht. Und so wie es kommt, ja, klar, Leute, warum auch nicht, ne? Ist das kacke. Um das Doppelte. Und ein paar neue Farben wurden hinzugefügt. Und neben dem Fakt, dass Frankreich und Deutschland wieder relativ schnell waren, fing Streamer diesmal an, sich untereinander zu bekämpfen. Und somit entstand der große r/plays 2022 Streamer-Krieg. Die Kurzfassung. Ein großer französischer Streamer, Kameto, baute eine XXL-Frankreich-Flagge unten links hin. Drei andere Streamer fanden diese zu groß und wollten also gemeinsam... Also Cola Lomp hat auch mitgemacht in der Nightwatch, denke ich mal. Dann verhandeln. Let's negotiate, let's talk, please, we want peace. Doch daraus wurde nichts und der Krieg um die französische Flagge ging weiter. We will never surrender. Frankreich hat sich daraufhin mehrfach verteidigen müssen und das gegen die Surrender aussprechen finde ich einfach mega gut. Sodass sie mehrfach geschuldet worden sind, eine Vielzahl an Bots zu benutzen. Doch die große Macht der Franzosen lag eher daran, dass ein französischer Präsidentenkandidat das hier tweetete. Und das heißt sowas wie Baguette en griffe face Bühler. Mit dieser noch größeren Armee war Frankreich schließlich zu mächtig und die Streamer suchten sich ein neues Ziel, die Brownies. Kurzer Exkurs, Brownies, eine erwachsene Community, die absolut vernarrt in die Kinderserie My Little Pony ist. Und die waren bei den meisten Leuten auf R/Plays sehr... Ich auch nicht, das ist zu weird. Ja, ich meine, wenn sie... aber... Die ganze Situation schaukelte sich hoch. Leute haben in ihren DMs Drohungen bekommen, weil sie die Pixel von anderen zerstörten. Und die Reddit-Mods wurden Papa Platte habe ich da auch geguckt. Und dann alle, die darauf aufmerksam machten.
Die Mods hatten nämlich keinen Cooldown. Ein paar Mistgabeln und Fackeln später und alles endete wie immer in einem riesigen Void. Doch neben dem großen Streamer War gab es auch ein paar kleinere Kriege auf der Leinwand. Das Gemeinschaftsprojekt der University of California wurde mehrmals zur University of Gay Porn gemacht. Oder was zum 4chan kam diesmal wieder auf die Idee, die Transgender-Flagge zu raiden. Nicht indem sie einfach schwarze Pixel drüber legten, sondern im Namen der Transgender-Flagge Krieg mit anderen Ländern anfingen, mit der Hoffnung, dass diese aus Wut zurückschlagen. Die Augen vom One Piece Logo wurden das ganze Event lang von Leuten geraidet, die die Augen von Sans aus Undertale abgebildet haben wollten. Oh wow. GameStop.com wurde mehrmals angegriffen und zu GameStop.com gemacht. Der Hund hier verlor seinen Freund und wurde sehr traurig. Oh shit, here we go again. Und SpaceX hatte auch eine sehr interessante Story hinter sich. Endlich, da fliegt die Space-6-Rakete. Und die Uhrzeit auf dem Forum zeigte mehrmals eine sehr falsche Zeit an. Die Franzosen haben nonstop versucht, alle möglichen ein Baguette in die Hand zu malen und die Merkel-Hände hat es am Ende auch erwischt. Angela Merkel. Counter-Strike mochte Fortnite überhaupt nicht und Brasiliens Kunstwerke wurden mehrfach mit einem 7:1 ergänzt. Doch auch wenn GameStop rumgetrollt wurde, gab es auch sehr schöne Kunstwerke, die auf der Leinwand gelandet sind. GameStop hatte eine ewig lange grüne Linie an Anlehnung zu GameStop to the Moon durch die Leinwand, unter der Leinwand hindurch, über eine Brücke bis zum Mond gezogen. Ganze Gemälde aus der Kunstgeschichte wurden nachgemalt und Leute haben zusammen sogar Animationen hinbekommen. Das ist so geil. Das ist so gut. Vor allem, wie du dich koordinieren musst, damit das so klappt, ne? Oh, und was macht dieser QR-Code hier? Und der hier? Die logischsten Argumente gegen Veganismus. Und während diese ganzen Meisterwerke gekriegt wurden, hat Kanada es nicht hinbekommen, das Ahornblatt auf ihrer Flagge zu formieren. Bananas. Und die Leute wurden darauf aufmerksam und das wurde zu einem ziemlich großen Meme auf Reddit. Weshalb die Kanadier es dann noch schwerer hatten, ihr Ahornblatt fertig zu kriegen. Und Deutschland klatschte aus dem Nichts innerhalb ein paar Minuten ein perfektes, symmetrisches Ahornblatt hin. Es gab auch Artworks in Ehren von verstorbenen Personen, wie zum Beispiel dem Synchronsprecher von Iroh aus Avatar, was sich allein deshalb keiner traute anzugreifen, außer Among Us. Place hat es außerdem mehrmals in den News geschafft und Art hat sogar einen Ehrenplatz auf der Leinwand bekommen. Doch nach gut, aber die Among Us haben wir das ja nicht kaputt gemacht, sondern einfach nur erweitert. Also Frankreich als erstes ausgelöscht, weil weiße Flagge und so. Und nachdem auch die Brownies vernichtet wurden, wurde eine letzte Among Us Figur geformt und der 4 Tage lange Kampf um die Pixel löste sich vor den Augen aller Teilnehmer auf. Oh, so gut. Ja. Ich Leute weiß aber, noch verzweifelt versucht, welches Kunst Video wir gleich gucken müssen. Zu verkaufen. Und einer hat die neu optimierte Kanada-Flagge mit ins Stadion genommen. Ein Astronaut unterschrieb ein Porträt von r/place und hier und da gab es noch Versuche, das Event nachzustellen. Ein paar Schulklassen nahmen sogar r/place als Beispiel für Konfliktmanagement. Wie argumentiert ihr, wenn euch ein Amogus-Cock angreifen will? Und somit endet die Geschichte von r/place. Ein Event der Freundschaft und des Zusammenhalts. Na, es ging um den Among Us-Cock. Oh ja. So gut, wirklich. Ja, und dann weiß ich das hier. Oh. Beim nächsten r/place gibt's Urlaub. ich glaube, ich werde da auch Urlaub nehmen. Was hast du die letzte Woche über gemacht? Muss Pixel platzieren. Keine Zeit. Also hier nochmal der Link zu dem Video. Und es gibt aber noch eine bessere Variante von diesem Video. Also eine aktuellere, finde ich zumindest. Die bedeutend geiler geschnitten ist. Und. Ist auch wieder r/place, aber jetzt das aktuelle von letztem Jahr. Wirklich, wie wir auf TS mitgefiebert haben mit den Streamern und so. Glaube ich euch. Das Problem ist, das Video geht 51 Minuten. Da ist jetzt die Frage. Egal, hau raus. Wir gehen einfach rein und gucken, wie lange wir machen. Hau raus. Ich hätte sonst gesagt, wir sparen das für nächste Woche und zocken jetzt noch was? Nee. Wir gucken jetzt das Video und danach gehe ich pennen, weil morgen früh bin ich ja dann auch schon wieder live. Ah, okay. So lange kann ich gar nicht mehr machen. Es ist der 19. Okay, also. Jetzt gucken wir ein Video von RZVX Mango, der ehemalige Cutter von Pizmeat, jetzt aber eigenständiger YouTuber und Streamer. Der hat solche Hitserien gemacht wie Monoton und
ja, monoton unterwegs in Berlin, auch ein grandioses Video. Oder monoton, wie schminkt sich meine Freundin? Sehr gute Videos. Aber das Video von ihm ist eher eine Dokumentation der Geschehnisse von letzten Jahr in den Pixelkriegen. Ah, monoton und unfähig, genau, danke. Ja, und das ist pures Content Gold. 51 Minuten. Oreo, ich kann mir da viele bessere Sachen vorstellen. Es ist der 19. Juli 2023 in Deutschland und im Internet. Wir befinden uns mitten in einer Hitzewelle, die das Betreiben eines Gaming-PCs im eigenen Zimmer zu einer Lebensgefahr macht. Die größte Sensation in der digitalen Welt ist das fortlaufende sich selbst auseinandernehmen der Plattform Twitter und in den Tiefen einiger Foren machen sich immer noch Leute über irgend so ein U-Boot lustig. Und inmitten einer lethargischen Gesamtstimmung quillte aus dem Nichts zwischen Wassereis und Vogelgezwitscher auf Reddit dieser Post hier hervor. Ein Video mit der Überschrift Better Late Than Never. r/place. Ein Datum, der 20. Juli, morgen. Und plötzlich ging es alles wieder los. Nicht mal zwei Jahre zuvor hatte man bereits tausende Deutsche versammelt, um in der 2022er Version von r/place alle 5 Minuten einen Pixel für die schwarz-rot-goldene Flagge zu setzen. Und auch diesmal sollte es nicht anders sein. In ganz Deutschland läutete man die Alarmglocken. Subreddits, Twitter-Communities und Streamer wurden mobilisiert, boah, um sich hochzuholen. Guck dir das an! Doch, dass dieses Jahr noch besser. Alles etwas es anders wird werden so sollte, gut. Ausgelöst durch eben genau diese Reaktion, konnte noch niemand ahnen. 24 Stunden nach diesem Announcement folgte fast eine ganze Woche bis oben hin gefüllt mit immensen Emotionen, Zusammenhalt und Zertrennung, Geschichten, die im Vergleich zum letzten Jahr untergingen und Geschichten, die sich für immer im Internet verewigen werden. Und das hier ist meine Nacherzählung dieser 6 epischen Tage. Dies ist ja die Geschichte davon, wie Deutschland r/place für immer veränderte. Auch hier wieder ein Disclaimer. Wenn ihr mit r/place an sich nichts anfangen könnt, empfiehlt es sich sehr, zuerst dieses Video anzugucken. Link ist oben rechts. Einfach draufklicken und danach zurückkommen, dann versteht ihr deutlich mehr. Und auch hier gilt dasselbe Prinzip vom letzten Jahr. Bitte verwechselt eventbezogene Rhetorik nicht mit Kriegsverherrlichung oder Geschichtsverzerrung. Okay. Um nachvollziehen zu können, warum das Ding ist, du musst es halt wirklich dazu sagen. Würde, müssen wir ja. Gab es dieses Jahr eigentlich ein r/? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, das hätte man mitbekommen durch Streamer. Gronkh hat ja auch teilweise mitgemacht. Da habe ich das zum Beispiel gesehen mit dem Togo-Logo. Ja, nee, gab's genau. Nicht. Okay. Ja, Dracon, ich weiß, das war, glaube ich, Absicht. Und Oreo, da musst du aufpassen. Dafür kannst du nicht von mir gebannt werden, sondern von Twitch. ja. Dann machen wir mal weiter. Und vor dem Start beginnen. Wie auch letztes Jahr gab es für alle Aktionen, die die deutsche Community betrafen, eine Zentrale, den Subreddit r/place.de und den dazugehörigen Discord. Und während sich letztes Jahr auf dem Discord noch 17.000 Nutzer am Ende des Events zusammengefunden hatten, kamen dieses Jahr in den 24 Stunden nach dem Announcement allein 40.000 neue Nutzer dazu, die sich innerhalb von wenigen Stunden besser organisierten als ganze Regierung. Noch vor dem Start kursierten bereits Reddit-Posts der Deutschen auf r/place, wie sie sich in der Kommandozentrale, einem Voice-Channel, mit Tausenden versammelten und die Kommentare wurden schnell zu einer Mischung aus die Deutschen wieder und wie zur Hölle soll man so auch gegen sie gewinnen. Auch plante man bereits, wo die Staatsgebiete auf dem noch nicht mal sichtbaren Canvas einzurichten waren. Gemeinsam mit den neuen, jetzt schon organisierten Verbündeten, bestehend aus den Niederlanden und der Nordics-Fraktion, also Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark und Island. Gemeinsam mit dieser küsteneuropäischen Mega-Allianz wartete man nun also geduldig auf den Start. Und am 20. Juli um 15 Uhr war es endlich soweit. Und diesen Moment kann man nur richtig verstehen, wenn man dabei war. Von daher zeige ich euch an dieser Stelle gerne wieder, wie wir live im Stream auf Twitch genau diese Sekunden erlebten. Damen und Herren! Wir haben uns hier versammelt. Ein neues Jahr, eine neue Aufgabe. 2021 haben wir uns alle versammelt, um etwas Großartiges zu schaffen. Und dieses Jahr sind wir zurück. Wir sind alle zurück, um die Farben Schwarz, Rot und Gold quer über den gesamten Canvas zu ballern. Rechts angefangen, nach links rübergezogen. Und wenn er erweitert wird, machen wir weiter. Und wenn es neue Sachen gibt, werden wir einen Weg finden, die deutsche Flagge da drauf zu knallen. Es ist egal wie, wir finden einen Weg. Und wir werden wieder diejenigen sein, wo die amerikanischen Streamer drauf gucken, wo das Subreddit am Ende drauf guckt. Und sie sagen, was zur Hölle ist falsch mit euch? 5, 4, 3, 2, 1. Rein! Oh, es lädt! Platziere deinen Pixel! Los geht es! Wo sieht man Koordinaten? Also ich meine, hier sammelt sich schon gelb, das ist gut. Das ist der Plan. 90 bis 109 gelb. Aber warte mal, die Koordinaten sind doch das. Egal, ich mach meinen gelben Pixel hier rein.
Wir haben definitiv ein Koordinationsproblem. Oh mein Gott, wie schnell! Wie schnell aber! Der ganze Canvas ist noch fucking weiß und da oben geht schon wieder nur deutsche Farben durch. Warum ist da oben Schwarz-Rot-Gold? Okay, aber ein Canvas, 5 Minuten Time. Es ist nichts anders. Und so ging es los. Die deutsche Flagge rollte mit Tempomat auf 210 über die Leinwand und machte keine Anstalten dabei, langsamer zu werden. Die linke und rechte Seite waren zu Beginn etwas asymmetrisch, aber das löste man mit Blinker links und Lichthupe recht schnell. Und die fertige Flagge stand innerhalb von 30 Minuten, noch bevor irgendeine andere Fraktion etwas vergleichbar ist. Und unten fährt noch eine durch. Konnte, bereits ja. Nicht da. Die Organisation und Planung der letzten 24 Stunden trug ja. Früchte und das, was viele erwarteten oder befürchteten, je nachdem aus welchem Land man halt kam, wurde bereits zum Teil Wirklichkeit. Deutschland war aber nicht komplett alleine mit ihrer blitzschnellen Herangehensweise, denn auf dem Rest der Leinwand spielte sich ebenfalls Spannendes ab. Frankreich zum Beispiel, das im 2022er Place vor allem zum Ende hin extrem an Stärke gewann, erschien am linken Bildschirmrand mit augenscheinlich ebenfalls massiven Plänen. Auch eine Ukraine-Flagge spawnte inmitten des Chaos erneut und zog sich in die Breite, wenn auch etwas in Konfrontation mit einem der zwei Voids, eine schwarze Ansammlung von Pixeln, deren einzige Aufgabe es ist, zu zerstören, was sich ihnen in den Weg legt. Nördlich der deutschen Flagge fanden sich auch wie geplant die Niederländer wieder, die man in der deutschen Community bei der Errichtung ihrer Flagge und der orangenen Verwechslungsgefahrregion tatkräftig unterstützte. Ebenso ging es mit den Nordics los, die ganz konträr zu ihrem Echtweltauftreten etwas Startschwierigkeiten hatten. Als die deutsche Flagge stand, trat auch dort der vorher schon geschlossene Bündnisfall ein und nach offiziellem Call wurden die Flaggen gemeinsam in alle Himmelsrichtungen erweitert. Doch vor allem erschien eines quer über den Canvas verteilt, Schriftzüge, die die Worte Fuck Spaz beinhalteten, und das muss man einmal erklären, denn es ist für diese Ausgabe von Ask-Place ziemlich wichtig. Spaz ist der Nutzername des CEOs von Reddit, Steve Huffman, und dieser hat vor kurzem den API-Zugriff auf Reddits Daten kostenpflichtig gemacht und damit viele, teilweise besonders bei Vollzeit-Reddit-Nutzern, sehr beliebte Third-Party-Apps getötet. Das kam alles andere gar nicht bei der Community an, und so kam es vor einigen Monaten auch zu dem sogenannten Blackout, wo zahllose Subreddits in Protest zeitweise oder auch gänzlich den Zugang für alle sperrten, damit Nutzer Zahlen und Werbeeinnahmen sinken, um ein Zeichen zu setzen. Viele vermuteten, dass Reddit r/place auch genau deswegen zu diesem unüblichen Datum nach nur einem Jahr mitten im Juli, anstatt wie sonst am 1. April zurückbrachte, als ein Versuch, um sich bei der Community zu entschuldigen und um sie zu besänftigen. Nun, dieser Ansatz ging mehr nach hinten los als ein E-Auto im Rückwärtsgang, denn diese ganzen Schriftzüge werden weder die letzten noch die prominentesten sein, die wir in diesem Video noch zu sehen bekommen. Das jetzt ist wisst so ihr aber auf jeden übel. Fall, was sie bedeuten. Doch kommen wir zurück zur deutschen Flagge. Vielleicht ist es euch in den Clips zu Herrn Hyperkapitalismus schon aufgefallen, mitten zwischen den kleinen Communities und schwarzen Pixelansammlungen bildete sich eine kleine, zweite deutsche Flagge, die nicht vom Discord geplant war, scheinbar keine große Allianz oder Gruppierung hinter sich hatte oder in irgendeiner Art und Weise einen konkreten Plan zu haben schien, und trotzdem demonstrierte sie unfreiwillig etwas, das den Rest des gesamten r/place Events 2023 für Deutschland komplett neu definieren sollte. Das Void wich hier aus. Junge, guck mal, selbst die kleine Deutschlandflagge wird geskippt vom Void. Warte. Überleg dir das mal. Ja. Das Void, wie skippen das einfach? Die kleine Deutschlandflagge? Haben die Angst? Ja, sogar vor offensichtlich. Denen? Einfach so ein Grundrespekt aus dem letzten Jahr oder was? Oh mein Gott. Das Void, das keine Ausnahme macht, das einfach alles schwarz macht, hat Respekt vor der kleinen Deutschlandflagge. Oh mein Gott. Das ist ja lächerlich. Gute Nacht, Lala. So gut. Eigentlich nur eins vermuten. Nach dem letzten Jahr und nach allem, was die Deutschen in den letzten 24 Stunden schon fabrizierten, hatte man schlichtweg Angst vor den schwarz-rot-goldenen Pixeln. Überlagern bringt eh nichts, sie holen es sich eh zurück und wenn wir Pech haben, holen sie sich noch mehr. Und diese Mentalität, diese Mischung aus Angst und Respekt in den Köpfen der anderen Pixler sorgte dafür, dass auch die eigentliche Flagge der Deutschen komplett in Ruhe gelassen wurde. Und das war ein Umstand, den man selbstverständlich so gut wie möglich zum eigenen Vorteil nutzte. Danke, schlaf du auch gut. Und nachdem die harte Arbeit der Errichtung der eigenen Flagge und 5 anderer Flaggen erstmal abgeschlossen war, entschied man sich, wie all die Jahre zuvor auch, das zu machen, was nach so viel Arbeit nur sinnvoll ist, wieder mal mehr Arbeit. Es ging also an die traditionelle Dekoration der Flagge. Direkt zu Beginn setzte man auch mit der deutschen Community ein Zeichen gegen Steve, das Kapitalistenschwein, und gleichzeitig ließ man auch im übertragenen Sinne das wohl ikonischste Dekorationselement der Deutschlandflagge 2022 wiederkehren. Es folgte ein Getränk, von dessen Namen ich erwartet hatte, dass es deutlich öfter in Trollversuche der Spaz-Schriftzüge involviert sein würde, als auch ein Ortifant, der nach reichlicher Überlegung und erst einigem Widerstand im Discord, weil man sich in Deutschland gerne aus Prinzip gegen neue Sachen wehrt, eine Skibrille in Anlehnung an Ottos und Chiagos Kooperation in einem zu
diesem Zeitpunkt reichlich viral gehendem Lied über Jungs aus Friesland aufgesetzt bekam, als auch eine Genehmigung erhielt, sich genüsslich ein paar Schlücke Spezi schmecken zu lassen. In gesetzestreuer Manier wurde anschließend Grundgesetz Artikel 1 in aktuell gesellschaftlich relevanten Sprachen in die Nähe gedruckt und Jules erhielt für sein Video zu dem Place-Phänomen sein Pikachu auf der Flagge, nicht viel später gejoint von einer Mango repräsentativ für meine Version, für die ich immer noch mega dankbar bin an die deutsche Community. Verteilt auf der Flagge entstanden noch einige andere Artworks nach und nach, was sich da alles gemacht haben, bereits mit Motiven gedeckt war. In dieser Anfangsphase erstmal lief wieder die Kommunikation fix daneben, gar keinen Bock. Über Präzision priorisiert, sodass einige Artworks noch ausbaufähig, aber immerhin vor allem Hela Ketchup. Aber vor allem passierte rund um die deutsche Flagge eines. Gar nichts. Dazu trug unter anderem auch die Existenz der demilitarisierten Zone bei. Das war dieser gelbe Streifen unter der deutschen Flagge, der ursprünglich aus falsch gesetzten Pixeln für die Flagge selbst entstand. Denn als man sich organisierte, wurde der untere gelbe Bereich eigentlich abandoned, doch ein Haufen deutscher Pixler setzte den Streifen anscheinend trotz bereits fertig darüber hängender Deutschlandflagge fort. Und da man nicht wirklich wusste, was damit zu tun war, umrandete man den Streifen einfach schwarz und benutzte ihn erstmal als eine Art Pufferzone, unter der auch andere starke Parteien wie Frankreich stockten. Die DMZ fütterte die Theorie, welche die Situation zwischen dem Void und der kleinen Deutschlandflagge schon vermuten ließ, weiter. So ganz erklärt das aber immer noch nicht, warum nicht mal jemand vielleicht Unwissendes versuchte, an irgendeinem Ende der Flagge anzugreifen. Naja, und das lag vermutlich daran, dass es bei dem, was die Deutschen auch außerhalb des Campers trieben, schwer war, nichts mitzubekommen. Denn was Planung und Bürokratie anging, haben die das Deutschen, so während alle schon lief, für die Verhältnisse des Events saßen wieder da teilweise in der Schule und haben alles fast verteidigt. Fast 80.000 Bilder, die mitarbeiteten, 41.000 davon aktiv bei der Nachtwache dabei. Im absoluten Peak saßen 6.500 Leute gleichzeitig in einem Voice-Call, wodurch Discords Infrastruktur so sehr litt, dass nur für die Deutschen der Server auf einen eigenen Cluster umverlagert wurde, denn 115.000 User schrieben über 600.000 Nachrichten und saßen 23 Jahre lang in Voice-Calls, um pixelgenau herauszugeben, Vorlagen 1 zu 1 auf den Canvas zu pixeln, und als auch das nicht mehr reichte, programmierte man ein eigenes Overlay, das direkt auf r/place genau zeigte, wo welcher Pixel hingehörte, und all das kulminierte gemeinsam in einer großen, reibungslos laufenden Maschine, die über alles rüberfuhr, was sich ihr in den Weg stellte und in den vergangenen Stunden, als auch in den noch kommenden, ein Gegner war, den niemand, egal ob Nation oder Streamer, das ist so absurd. Und in Anbetracht dieser ganzen Umstände war es auch nicht sonderlich verwunderlich, dass man lieber vorsichtig war, wenn man versuchte, den Deutschen an ihr virtuelles Bein zu pissen. Ganz so einfach wurde es dann aber doch nicht. Denn nicht auf der eigenen Flagge, aber schon bedrohlich nahe, nämlich in Schweden, erschien ein Void des spanischen Streamers Rubius, der auch schon letztes Jahr auf r/place mitmischte. Dieses wurde zu diesem Zeitpunkt von wahrscheinlich 50.000 Viewern aktiv unterstützt. Und ob Angst vor Deutschland oder nicht, das war eine Zahl, die man nicht ignorieren konnte. Also versuchte man gemeinsam mit den Bündnispartnern gegen anzukämpfen. Ja, glaube ich auch. Zone in seinem Chat zu etablieren. Void! 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 Was zum Fick? Das grinsende rote Gesicht, guckt durch. Oh mein Gott. Dagegen gehen, dagegen gehen. Wie es aus dem Nichts kam und sofort dieses grinsende Gesicht auftaucht. Oh mein Gott. Weg damit, schließ das Void. Es ist Rubius schon wieder. Oh mein Gott. Bei der Nachtwache dabei gewesen zu sein. Okay, dann hält's nicht lang, aber wir gehen gegen an. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wenn wir das schaffen, dann können wir alles schaffen auf dem Canvas. Guck mal, wie das schon wieder zugeht. Also Cola, Let's go, alle rein da. Das ist normal. Anime-Musik wird immer eingestreut, besonders aus den 90ern gefühlt. Oder Nullerjahren. Oben rechts ein russischer 12K-Streamer, dafür ist das... Dracon, ich will gar nicht wissen, wenn die Reddit-Community zusammenkommen würde. Und ihre Macht nutzen würde, um Staatsanträge durchlaufen zu lassen. Die wichtigen Calls. Also die sind nicht weg, aber er hat aufgegeben, glaube ich, oder? Ich glaube, er hat aufgegeben. Also er ist immer noch drauf mit der Kamera, aber ich glaube, er hat aufgegeben. Aber wir müssen weiter gegen pixeln. Aber das heißt, er hört damit auf und da formt sich das Neue. Ach Gott, okay, wir müssen jetzt irgendwie an zwei Fronten kämpfen. Welche Seite zuerst ist eine gute Frage. Ich würde eine Balance noch ausbeiten. Also das sieht gerade erstmal gut aus. Das aber Problem wie krass ist, sie sich der ist koordinieren der können, vor allem so eine riesen Anzahl an Personen koordinieren können. Und es funktioniert ja offensichtlich. Okay, ja. Oh mein Gott, wir müssen das jetzt verteidigen. Ja. Wird das mal sinnvoll genutzt werden? Alle den Pixel hier reinsetzen. Erstmal das hier weg. Ja, das ist tatsächlich. Als die deutsche Regierung. Je weiter sie rausgehen, umso mehr. Und das ist tatsächlich Pokémon-Musik. Ja. Macht es so. Ja, guck mal, er hat keine Chance. Er schafft es nicht mal, Schweden und oder Norwegen hier zu holen. Der seinen Void wird jetzt schon wieder übermalt. Let's fucking go. Okay, krass. Wir haben gerade einen 50.000 Zuschauer-Streamer abgedreht. Das ist insaner Stärkebeweis. Oh, ich würde sagen, wir lassen die Schweden das jetzt selbst wieder heilpixeln, weil ich glaube, er hat aufgegeben. Und wir kümmern uns hier drum, dass der mal sein Maul hält hier. Und so bestätigte sich, dass das deutsche Großbündnis sogar gegen eine 50.000 Pixel starke Armee eines Streamers schnell reagieren und bestehen das mal. Sehr schnell merkte Server 24/7 laufen, die automatisch das Jahr noch Pixel gesetzt haben, sich zu verändern schien. Oh, und für die deutsche Community macht es den Eindruck, als könnte man inklusive alles ein wenig hart übertrieben gegen alles bestehen.
Nun, bevor diese Hypothese überprüft wurde, könnten wir uns erst einmal angucken, was definitiv nicht gegen Streamer bestehen konnte. Denn da gab es zum Beispiel die türkische und die indische Flagge, die noch am gleichen Abend unter dem deutschen Streamer Papa Platte und seinen unfassbar kranken Viewerzahlen über das Place-Event verteilt leiden mussten. Ich weiß, letztes Jahr habe ich in diesem Video keine großen von der deutschen Flagge losgelösten Streamer-Aktionen mit eingeschlossen und ich weiß auch, dass einige nicht sonderlich begeistert von ihnen waren. Was jedoch kein Mensch, der dieses Jahr dabei war, leugnen kann und auch die meisten von euch, denke ich, nachdem ihr das Video zu Ende geguckt habt, einsehen werdet, ist, dass die internationalen Streamer eine der wenigen Akteure auf dem Pixel-Schlachtfeld waren, die dafür sorgten, dass r/place 2023 keine 1:1 Kopie, wenn nicht sogar ein Downgrade von r/place 2022 wurde. Lasst mich als kleinen Vorgeschmack die ersten beiden Geschichten etwas erläutern. Da es ein schönes Relikt aus der Kindheit ist und weil viele Zuschauer sich auch positiv daran erinnerten, entschied sich der Mann, der durch in Autotune getränkte Schlagerlieder über Alkohol auf Spotify bekannt wurde und seit neuestem auch auf Twitch streamt, dass er gerne ein riesengroßes Pogo-Logo baut. Oh Gott. So, und jetzt machen wir ein kleines Quiz. Wenn ihr euch die untere Hälfte des Canvas so anguckt, fallen euch bestimmt viele offene Spots auf, an denen man ohne großen Aufwand perfekt ein großes Logo hinbauen könnte. Und jetzt ratet doch mal, welche dieser Stellen Papa Platte sich ausgesucht hat. Richtig, die Indienflagge. Welche Synapse für diese Entscheidung zuständig war, weiß ich nicht, ist an dieser Stelle aber ehrlich gesagt auch reichlich egal. Denn in den folgenden 2 Stunden entbrannte so ein Kampf zwischen einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und einem Bruttosozialprodukt von 795.989.974.937 Stütz und Kevin. Gefühlt ewig kämpften und die deutschen Zuschauer darum, das Logo, das repräsentativ für ihre begeistert so geschauten Kindersendung stand, zu verewigen. Begannen erst die indische Flagge in eine weiße Fläche zu verwandeln, in der Hoffnung, dass Indien dadurch schon aufgeben würde. Doch selbst eine Stunde nach Beginn war die zentralasiatische Wachstumsnation noch nicht einmal annähernd bereit aufzugeben, kam nach ewigem Hin und Her endlich zurück und die Farben der indischen Flagge waren das erste Mal wieder schemenhaft zu erkennen, als wären sie der Rückkehr und vielleicht sogar dem Sieg extrem nahe. Und dann vielen Teilen Indiens der Strom aus. Ja, wir müssen Indien zu unserem Update. Werkzeug machen. Wir haben jetzt gerade, oh mein Gott, das gibt's nicht. Guck mal in den Channel noch mal rein. Ja. Wir haben jetzt gerade freie Bahn. In Indien ist Stromausfall. Bei Jack das the Jet ist so bescheuert. Es hat gerade heftig geregnet. Guck, da kann ich Pixel. Scheiße, the power went down, Alter. It's raining. Holy shit. No. Ja. Und so entstand das Togo-Logo irgendwann ohne große Gegenwehr mitten auf dem Canvas. Und ohne diese Geschichte wäre es ehrlich gesagt auch nur halb so gut. Das war aber nicht der einzige Auftritt vom deutschen Streamer halt. Ach, so gut. Am anderen Ende der Leinwand gab es nämlich auch noch einen Kampf zu führen. Dort befand sich die Türkei-Flagge, die bisher nur dadurch auffiel, dass sie ihren Stern nicht so wirklich präzise hinbekam, wofür sie übrigens auch noch weiter. Ja, kennst du das Meme, wo das einfach umgedreht wird und das aussieht wie Patrick, der mit einem Fallschirm fliegt? Memorial, das verstorbenen Minecraft-Spielers. Ich glaube, das kommt sogar hier vor. So lange und wurde so bedrohlich, dass man sich kollektiv entschied, etwas dagegen zu unternehmen. Und dem Stream von Gronkh entsprang dann wohl die beste Idee zur Vergeltung. Das ist so geil. Die Türkei-Flagge ist bereits größtenteils rot-weiß, also machen wir doch einfach das deutsche Bahn-Logo draus. Ja, und anstatt dass jemand dieser Person nein, what the fuck gesagt hat, hat irgendjemand boah, geile Idee gesagt. Und so kam es zu dieser Krönung der Trollkunst. Well, lila Pixel ist die Grief-Farbe dieses Jahr. Das ist Kevin? Irgendwie anderen deutschen Streamer noch kurz Bescheid sagen, dass wir wirklich mal kurz die Türkei in den Mangel nehmen, damit die checken, dass Technobait in Ruhe gelassen werden muss? Ich glaube, das checken schon alle, oder? Okay, die Aktion, die jetzt so, da gibt schon Sinn. Weil die ganze Zeit hier am Ficken sind und die ganze Zeit irgendwie expandieren wollen. Ja, wäre schon funny. Ja, kommt jetzt wirklich die B hin, oder was? Wie gut einfach. Oh mein Gott, ist ja. Wie gut und das einfach ist. Und der hat da einfach nur ein Foto drüber gelegt. Deutsche Bahn. Ja. Einmal pünktlich, wenn sie sein musste. Das Beste, was die DB je geleistet hat. Einmal zum rechten Zeitpunkt gekommen. Das ist schon gut, das ist schon wirklich gut. Im Technoblade Subreddit sind die neuen Sachen alle nur Türken, die sich entschuldigen, what? No way. I am Turk, we are sorry for attacking. Technoblade turned Turkey into deutsche Bahn-Logo. Turkey got instant karma. Hi, I'm coming from Turkey, some idiots attacking Technoblade, we are sorry. I'm from Turkey, we are sorry for attack, all Turks don't attack Technoblade. I've come from Turkey, we are not attacking you, the attackers using red, don't get me wrong, thank you. Oh boy. It's not us attacking, Godspeed, Technoblade never dies. Okay. Okay. Und während all diese Dinge auf dem Canvas entstanden und es langsam Abend wurde, stand die deutsche Flagge am oberen Rand der meisten Bildschirme so fest, dass es schwierig war, auch nur einen Makel auf ihr zu erkennen. Schön verbildlicht von diesem Reddit-Post, der auch etwa zu dieser Zeit auftauchte und im Titel schreibt, es ist schwieriger, den Deutschen zu helfen, als sie anzugreifen. Da es nun aber dunkel wurde in Deutschland, erwarteten viele, wie auch letztes Jahr, dass über Nacht einige Bereiche zurückgeklemmt werden würden.
Bei unseren Verbündeten im Norden war das Ganze auch recht schnell deutlich zu beobachten, als ein Großteil der orangenen Fläche sich in ein Sammelsurium für Kleinstkunst verwandelte. Und während diese Willkür in den Niederlanden wütete, kam das Ausmaß der nächtlichen Anarchie auf der deutschen Flagge ganz anders zum Vorschein. Irgendjemand pixelte Blumen ästhetisch korrekt an das kein Tempolimit-Schild und ließ diese subtil in die DMZ wachsen. Das war alles. Mehr geschah nicht. Und auch wenn es an dieser Stelle nahe liegt zu vermuten, dass sich daran nichts mehr ändern würde, folgte bald darauf Tag 2 und der brachte Veränderung. Die Sonne ging wieder auf und das bisschen Gepixel, das nicht genehmigt war, wurde selbstverständlich mit Schichtbeginn um 8 Uhr entfernt. Und noch vor der Mittagspause gab es bereits die ersten neuen Arbeitscalls, bestehend aus Artwork-Umgestaltung, damit mehr Platz entsteht, und neuen Kunstwerken, die teilweise wirklich zu viel Diskussion brauchten, um ihren Platz auf der Flagge zu bekommen. Looking at you, fuck AfD-Logo, das übrigens auch auf der Heatmap, auf der die am meisten bearbeiteten Pixel heller markiert sind, deutlich heraussticht, da ach, immer wieder versucht so wurde, es zumindest unleserlich zu machen. Doch durch tausende Instandhalter kommt niemand durch. Der zweite Tag begann für die Deutschen der Hauptflagge erstmal gemächlich. Das Hauptprojekt des Morgens bestand darin, der DMZ endlich etwas Charakter zu geben, und in feinste alte Herren-Kellerkultur wurde diese in ein Gemeinschaftsprojekt europäischer Länder umgewandelt, die alle den für ihr Land typischen Zug auf dem Streifen hinterlassen durften. Damit war im Norden also eine entspannte Aufgabe gestellt, das sah auf dem Rest der Karte aber anders aus. Die inoffizielle Südflagge, wie man sie inzwischen nannte, setzte sich komplett ohne offizielle Hilfe gegen ein weiteres Experiment des Streamers Rubius durch, und dann kam es wieder zu einem der wahrscheinlich rationalsten Plays des Startcanvas. Denn wenn ihr euch den gesamten Bereich jetzt mal so anguckt, ja, was meint ihr, würde hier mega sick aussehen? Und viele von euch würden jetzt bestimmt super clevere und berechtigte Dinge antworten, wie große Artworks von kulturell relevanten Dingen, vielleicht auch mehr Gaming-Referenzen, oder einige würden vielleicht sogar spekulieren, dass ein größerer Canvas eine schöne Sache wäre, auf die man sich vorbereiten sollte. Geht einfach und über die ganze Map. Ja. Philipp, Sören, Paul und Niklas irgendwo tief in Hessen um 9 Uhr morgens? Boah, weißt du was? Die USA-Flagge hier, die hier, würde übel nice in Schwarz-Rot-Gold aussehen. Und aus den paar Pixeln machte das deutsche Hivemind das eine, und damit meine ich wirklich das eine, was niemand von euch eben auf die Frage, was hier noch fehlt, geantwortet hat, noch eine Deutschlandflagge. Und innerhalb eines Tages gab es plötzlich dieses Ding mitten auf dem Canvas, von dem wieder niemand wusste, wie sie da eigentlich hingekommen ist, und wieder wurde es relativ in Ruhe gelassen. Ja. Deutsche, wirklich. Zwar blieb diese Flagge nicht bis zum Ende bestehen, aber als ein Zeichen an alle anderen diente sie allemal. Vorerst passierte aber nicht mehr in dieser Ecke, und schon bald verschob sich die Aufmerksamkeit eh gewaltig, denn am Nachmittag des zweiten Tags folgte erneut eine Erweiterung, die zwar erwartet war, aber trotzdem nicht wie erwartet ablief. Warte, ist jetzt wirklich neuer Canvas? Ist jetzt, das sind jetzt so viele? Nicht wirklich, oder? Ist es soweit? Es ist soweit! Aber diesmal nicht verdoppelt! Das heißt, wir kriegen diesmal einen links, einen rechts. Wir ziehen durch! Wir ziehen durch! Pausiert die Subgifts! Geht an die Pixel! Rüber da! Oh mein Gott, wir sind schon wieder so schnell im Vergleich zu allen anderen. Das ist ja widerlich. Deutschland ist so schnell. Guckt euch mal an, wie widerlich das ist. Guck mal, hier die ein paar Leute so, wir fangen an, ein paar Pixel zu machen, und Deutschland ist fast fertig. Wir sind fast fertig. Das geht im Discord ab. Ja, okay, aber wenn sich da fast 100.000 Leute organisieren. Überraschend, alle Leute so, ja, klar. Rüber da! Ich finde es so krass, wie Deutschland einfach schon steht. Frankreich hat so einen leichten Anfang unten rechts, aber Deutschland steht einfach schon. Fertig. Ja, deutsche Flagge ist fertig. Fast. Das ist schon wieder so das krank. Es ist genau krass. Das gleiche wie letztes Mal, aber es ist so crazy trotzdem. So, ja. Neuer Canvas. Hey. Und guckt euch den Vergleich an. Guckt euch den fucking Vergleich an. Mit der Überlegenheit eines perfekt trainierten Kyogres, das einem Glumanda gegenübersteht, demonstrierte die deutsche Community auch mit dieser Erweiterung, dass sie sich alles nehmen würde, was sie bekommen kann. Und das in einem Tempo, in dem niemand mithalten konnte. Oh, Oreo, das ist so schlecht schnell, oder gut, je nachdem, ob Hitze kommt oder nicht. Ihrer Flagge half, bevor es mit der absoluten Unanfassbarkeit Abkühlung, der deutschen nicht Flagge Hitze. Erneut an ein paar neue Dekorationen ging. Neue Ideen und Designs beinhalten die Magieflasche. Bruder muss los und eine 3-Fragezeichen-Kassette. Diese jointen zuerst die Pixelgeschichte, die gerade live entstand. Daneben gab es schon bald eine Sandale mit Socken drin, etwas furchtbar, sollte verboten werden, obwohl er mit Deutschland assoziiert wird. Die charakteristische Glasschüssel, als auch diverse kleinere. Ja, die hat jeder. All das geschah übrigens über 5 Stunden verteilt. Ja, es ist echt so, jeder hat diese Schüssel im Haushalt. Und so gab also ich nicht, Tag, aber ich kenne die. Stab an die Nachtwache ab in Mitteleuropa, und viele Pixler legten sich ins Bett. Ja, meine Eltern haben diese Nacht unten. Sollte keine leichte werden für unsere koffeinhaltigen Helden der Nachtwache. Erst hielt sie es nur ein Meme. Es regnet aus Containern. Oh Gott, zwei du Ärmster. Wenn die PDF-Datei ausführlich für die Nachwelt festgehalten wurde, bekeckten sich tausende Menschen wohl gleichzeitig so sehr über diesen Spider-Man-Drehstuhl, den einer der tapferen Nachtwache-Soldaten besetzte, Fabi? Dass er fortan zum Dreh- und Angelpunkt sämtlicher Konversationen wurde und man ihn prompt neben der Instandhaltung der Flagge auf ihr verewigte, zumindest temporär. Und so war der Stuhl geboren.
Und dieser musste auch direkt performen. Denn das erste Mal seit ich Beginn muss mir da mal neue Folgen anhören, auf jeden Fall. Sich ausbreitende Macht der deutschen Flagge, die Argentinier. In Südamerika war es zu diesem Zeitpunkt 10 Uhr abends, in Deutschland 3 Uhr nachts. Und der argentinische Streamer El Spreen saß gerade mit zehntausenden Zuschauern live am Canvas und wollte die blau-weiße Masse in den Norden expandieren lassen. Zur Erinnerung, wenn es auf dem Canvas letztes Jahr zu Zusammenstößen von Communities oder Flaggen kam, meist tagsüber, setzte man häufig auf die Abwartentaktik. Denn gegen 60.000 Twitch-Zuschauer konnte man auch auf deutscher Seite tagsüber zwar gegen ankämpfen, aber nicht sofort gewinnen. Und jetzt guckt euch an, was 2023 nur die Nachtwache ausrichtete. Nachdem Indien und die Schweiz besiegt wurden, traf die argentinische Flagge auf die deutsche Flagge. Kurzzeitig konnte sie durchbrechen und bis an den nördlichen Canvasrand vordringen, doch von dem Moment an, an dem ihr Übertritt bemerkt wurde, feuerten die schwarz-rot-goldenen Pixel der Nachtwache zurück und fingen an, die Südamerikaner von zwei Fronten aus anzufressen. Der Kampf war alles andere als einfach und trotzdem brauchte es nicht mal eine Stunde, bis die Invasoren den Klauen des Stuhls nicht mehr standhalten konnten und das erste Mal in der deutschen R/Plays-Geschichte schaffte die Nachtwache es, eine Aufgabe zu vollbringen, so für die anderen Communities, die Leute da dran gesessen haben, sodass um 4 Uhr schon keine Spur der Argentinier mehr auf der deutschen Flagge zu sehen war. Währenddessen machten die Inder übrigens auf ihrem eingeschränkten neuen Staatsgebiet Herzen zu Argentinien, aber weil die Deutschen es einfach können, entstand um 2:30 morgens einfach noch eine deutsche Hivemind-Flagge, die aus Frankreich hinaus nochmal in die Argentinier reingrätschte. Vielleicht aus Prinzip, vielleicht auch einer Zufall. Kaum war die Nacht aber vorbei und die Nachtwache abgelöst, ging es auch schon weiter. Glaube ich auch. Denn wie erwartet, öffnete am westlichen Ende der Leinwand ein neuer Canvas, der die bepixelbare Fläche weiter in die Breite zog. Und ganz genauso wie bei allen vorherigen Erweiterungen overperformten die Deutschen in jeglicher Hinsicht. In 15 Minuten war die Flagge komplett erweitert und auf dem gesamten neuen Teil der Leinwand konnte niemand sich mithalten, außer die Franzosen. Genau mit diesen sollte es an diesem Tag aber auch zu einem klitzekleinen Problem kommen. Denn während nach Fertigstellung der neuen Teile die deutsche Community sich wieder an die Dekoration machte, mit Mauerfall-Memorial, 420-Pflanze und dazugehörigem Lauterbach, als auch noch einigen anderen Kunstwerken, passierte auf der neuen französischen Flagge genauso viel wie auf einem deutschen Regierungsgipfel zum Thema Digitalisierung. Gar nichts. Und das machte nicht nur in der deutschen Community viele Pixler verständlicherweise etwas wütend. Denn so gerne sind riesige Flaggen schon sowieso nicht gesehen. Wenn sie dann den Canvas aber nicht mal bereichern, wirken sie wirklich nur wie große symbolische Handtücher ohne großen Mehrwert. Und so kam es am dritten Tag zu einer niedergewiesenen Aktion, die einen Dominoeffekt sondergleichen auslösen sollte. Unsere zersplitterte Deutschlandfraktion, die nichts mit uns zu tun hat, aus irgendeinem Grund greift jetzt so nach, nachdem wir eben einen Friedens-Airbus gebaut haben hier. Oh Mann, überleg Alter. Dir das warum auch though? Warum? Das was ist Kevin für oh, Art, die da Mann, teilweise Alter, halt kann die noch nicht in Ruhe reingeballert er haben. Wirklich da unten. Zusammen. Er schafft das wirklich. Ja, dass die allein die Software so dafür entwickelt haben, ist auch schon krass. Oh Mann, der Discord war auch zweigeteilt zwischen warum macht ihr das und endlich. Ich meine, das bringt halt nichts, das wird niemals bleiben, oder? Die Diplos klären das, das hoffe ich auch. Zwei Fronten, oh mein Gott. Das kleine Deutschland fängt auch an. Das kleine Deutschland macht mit dem anderen Deutschland da unten mit. Als ob das jetzt wirklich passiert. Das Südflagge. Die Platte greift da unten an. Die Mini-Deutschen hier oben greifen an. Das Void geht auch drüber. Alle sehen das gerade als Zeichen der Schwäche und gehen jetzt auf die französische Flagge. Also an sich ist das natürlich nicht gut, aber es ist wenigstens mal spannend. Es passiert wenigstens mal irgendwas, was bisher nicht passiert ist. So I mean, gut. Es ist unmöglich, dass das bleibt eigentlich. Discord-Voting. Oh mein Gott, es ist 50-50. Da wir nur den Franzosen helfen können, unseren Ruf verteidigen, würden wir die linke französische Flagge gegen die falsche deutsche Flagge schützen. Die französische Flagge soll gefixt werden. Honestly, ich find's grad spannend. Es voten noch mehr Leute dagegen als dafür. Oh mein Gott, die Leute sind... Oh mein Gott, guckt euch den Discord an. Guckt euch das da unten an, wie die Votes durchballern. 1700 Alter. Dagegen, 1400 dafür zu helfen. Die Frankreich-Flagge ist sonst leer, das stimmt halt wirklich, ja. Ich meine, die haben noch nicht mal ihre rechte Flagge fertig dekoriert. Okay, 2,4k gegenhelfen, 1,7k für helfen. Wisst ihr was, Leute? Ich beschwere mich seit 2 Tagen, dass alles so ist wie immer. Ich setze meinen Pixel hier jetzt auch. Die Österreicher invaden auch. Die Österreicher kommen mit. Einige Leute steigern sich da richtig rein in dem Thread dazu. Ihr spinnt, ihr Vaterlandsverräter. Neue Discord-Nachricht. Junge, Plan für die linke französische Flagge ist eine vollständige Community-Übernahme. Außerdem wird auch der Space der untersten deutschen Flagge für Communities freigegeben. Okay. Okay, let's go and get it. Jetzt kommen die Spanier auch noch. Schwarzes Display, schwarze Pixel. Oh Junge, die Kommandozentrale füllt sich wieder. Das Void ist freigegeben, Leute. Und so geschah es. Das erste Mal in der Geschichte von R/Plays übernahm eine große Länderfraktion eine andere. Und dass es ausgerechnet die Kombination aus Deutschland und Frankreich sein musste, ist wohl auch kaum abstrakter einzuordnen. Streamer jointen und planten große Artworks auf der einen Seite der Flagge, kleine Communities beteiligten sich und überlagerten andere. Das benachbarte Void streckte seine schwarzen Arme aus und fing an, rote französische Pixel in sich aufzusaugen und
Es hörte nicht mehr auf. Aus dem eigentlichen Plan, die Flagge nur zu voiden, wurde selbstverständlich am Ende auch nichts, denn natürlich geschah genau das, was zu erwarten war. Eine kleine Deutschlandflagge nach der anderen spawnte auf der oberen Hälfte von Frankreichs neuem Staatsgebiet und merged nach einiger Zeit in eine große Gesamtfläche, die keinen blauen oder weißen Pixel übrig ließ. Parallel kam es weiter unten zu dem Shigo-Incident, als die durchaus bekannte Dame aus Kim Possible als gemeinsames Streamer-Projekt von Rubius, Papa Platte und Co. über die Flagge gelegt wurde und sich schnell zu einem Reddit-Mod-Eingriff-Hotspot entwickelte. Denn wenn das Internet eins gut kann, dann Dinge sexualisieren und tada, oh mein über Gott. 18 Stunden kämpften Random-Nutzer aus ganzer Welt darum, Shigo Nippel und einen Penis zu pixeln, die so gemacht wurden, dass ich sie euch hier nicht mal zeigen kann, während die Reddit-Mods verzweifelt versuchten, alles wieder und wieder zu entfernen. Die Schwäche der französischen Flagge auf der linken Seite wurde übrigens noch weiter genutzt, als eine Community unter der Anleitung des Streamers Selbit eines der ersten super eindrucksvollen Kunstwerke seiner Community entstehen ließ und diese gefühlt nebenbei auch nochmal eben die gesamte östliche Flagge der Franzosen komplett voideten, nur weil es witzig war. Und das untere Drittel sogar permanent. Man muss sich das halt einfach mal vorstellen. Der Plan, den noch deutsch gefärbten Neueroberten Space nur, ich glaube, alle 5 Minuten könnte man Pixel setzen, oder? Ja, genau. Aber nicht etwa, weil man es passieren ließ. Wie viele Leute das einfach mitmachen müssen, damit es so schnell geht. Ein neuer Teil des Kerns auf. Mehr Platz hieß also erneut mehr Schwarz, Rot und Gold, doch diesmal lief etwas schief. Direkt nach Beginn spawnten 2 Deutschlandflaggen einer Größenordnung, wie sie eigentlich nur vom offiziellen Discord ausgehen konnten. Aber warum 2? Nun, der Grund dafür ist ebenso banal wie unterhaltsam. Der Beauftragte für die Ankündigung neuer Koordinaten, Terz, war genau in dem Moment, als der Canvas erweitert wurde, auf der Toilette. Und so wusste niemand wirklich, wohin mit den Pixeln und man fing einfach irgendwo an. In diesem Fall hier oben und als Terz kurze Zeit später an seinen Computer zurückkehrte, wurden die richtigen Koordinaten gepostet und mit der offizielle Bau der Flagge, welche als Quasi-Spiegelung der bereits existierenden dienen sollte, auch endlich eingeleitet wurde. Nun, diese Nacht sollte aber noch deutlich spannender werden, denn inzwischen hatte die Nachtwache wieder das Zepter. Anstatt die Geschehnisse aber einfach nachzuerzählen, würde ich euch jetzt gerne einen Bericht vorlesen, den einer der tapferen Nachtwache-Soldaten, während alles live passierte, schrieb, denn wenn wir schon Quellen aus erster Hand haben, finde ich, sollten wir die Nacht mit den Augen der Pixler betrachten, die anwesend waren. Also los. 0 Uhr. Die Tagschicht verabschiedet sich zu ihrer wohlverdienten Erholung. Doch einige tapfere Soldaten bleiben standhaft. 0.30 Uhr. Einige wenige Soldaten genügen, um die Flagge zu verteidigen. Im Chat entstehen gute Memes, die Stimmung ist heiter und alle genießen einen erfolgreichen Tag. Noch ahnen sie nichts. 1 Uhr. Entgegen allen Erwartungen wird der Canvas nach oben erweitert. 1.03 Uhr. Der Ping erfolgt umgehend. Alle Soldaten springen auf, bereit ihre Pflicht zu erfüllen. Keine Gefahr ist zu groß. Noch bevor eine Strategie der Admiräle entsteht, stürmen sie drauf los, bereit das deutsche Hoheitsgebiet zu erweitern. Es entsteht eine 20 Pixel große Flagge an der obersten Ebene. Doch nach wenigen Minuten wächst sie schon auf 32 Pixel. Ziel ist wie gewohnt die gesamte Horizontale. Aus Angst ziehen die Gegner auf halber Strecke die Enden, welche ohne Gnade durchbrochen werden. 1.07 Uhr. Wider allen Erwartungen wird nicht die obere Flagge als Ziel angesetzt. Als neues Ziel soll die Allianz mit den Niederlanden gespiegelt werden. Die Soldaten folgen den Befehlen. Ein Zwei-Fronten-Krieg ist in vollem Gange. Beide Flaggen werden parallel ausgebaut. So, die obere erfährt kaum Gegenwehr. Ihre Größe übersteigt alle anderen Projekte bei weitem. Der Fokus wechselt zur Spiegelung. Mit Brasilien entsteht der erste größere Gegner, der Teile unserer Flagge beansprucht und vollumfänglich grün einfärbt. Die Nachtwache stürmt in Stegis Chat, der mit 21.000 Zuschauern ein Papa-Platte-Gesicht gebaut hat. Stegi tritt der Zentrale bei und präzise koordinierte Raids übernehmen Brasilien. Mit Stegis Hilfe wird das nächste Projekt blitzartig überfallen und eingenommen. Den Zwischenraum einzunehmen ist für die Stuhlarmee eine Formsache. Bei Stegi wurden tausende Nachrichten und ein Hype Train Level 5 als Dankeschön der Nachtwache hinterlassen. 2 Uhr. In den nächsten Stunden werden die Flaggen befüllt und die ersten Artworks erstellt. Die Diplomaten werden nach Brasilien geschickt, um die Fronten nach der von uns in der Mitte durchdrückten Flagge zu glätten. 3.28 Uhr. Es konnte keine Einigung erzielt werden, wonach wir uns im Krieg befanden. Völliger mit Wahnsinn. Mit einem Artwork wurde die Stellung gefestigt. 3.48 Uhr. Oh, das sind auch wieder meine Ponys. Tabaluga stabilisiert unsere Stellung weiter. 3.57 Uhr. Ruhe. Tabaluga ist eine Legende. Die Produktivität steigt. Ja. Brezeln absolute folgen. Legende. 4.23 Uhr. Benjamin Blümchen folgt. Daraufhin der kommt auch unser bisher größtes Artwork. Bernd das Brot in Thanos-Rüstung wird 90 das ist so geil. Ein Meilenstein. 4.30 Uhr. Memes und Fragen erheitern unsere Soldaten. Heroische Geschichten über die erfolgreiche Nacht werden in Memes festgehalten. Nach der Taufe durch ihre erste Schlacht wird den neuen Rekruten die Bedeutung des Stuhles offenbart. 2/3 der Belegschaft haben sich in ihr wohlverdientes Schläfchen zurückgezogen. Eine eiserne Reserve lauert auf Stellung. In der Kommandozentrale sind nur noch 3 Admiräle und nicht mal 1000 Soldaten übrig. 5.30 Uhr. Das ist so startet bescheuert. Ein Feuer zwischen unseren beiden neuen Flaggen. Weit entfernt von uns amüsieren sich unsere Krieger weiter. 5.36 Uhr. Plötzlich dreht das Void in unsere Flagge. 60.000 Zuschauer durchbrechen unsere Verteidigungslinie. Die Reserven der Nachtwache nehmen die Verteidigung auf. 60:1 in der Unterzahl verteidigen sie unsere Flagge bis zum letzten Mann, in der Hoffnung, dass die Tagschicht bald eintrifft. 6.35 Uhr, ein Zermürbungskrieg entsteht. Die Ländereien der Deutschen sind hart umkämpft, doch in Überhand der Nachtwache. Die explosive Energie XQCs ist verflogen.
7 Uhr, die Übergabe erfolgt. Die Reste unserer Soldaten gehen sich nach einer Nacht voller Schlachten im Laden erholen. Denn sie wissen, die nächste Schlacht lässt sicher nicht auf sich warten. Viel Erfolg bei der weiteren Schlacht. Befüllt die eroberten Gebiete mit tollen Artworks. Und so endete eine weitere Nacht, in der die deutsche Flagge dem Stuhl zu danken. Daraus könntest du so halt legit einen Film machen, ne? Selbstverständlich nicht umsonst gewesen sein. Naja, das so Video geht 50 Minuten, also. Es ist quasi ein Film. Ja. Dafür verantwortlich, dass, was das Kräfteverhältnis anging, endlich etwas Normalität einkehrte für die Deutschen. Denn in dieser Nacht wurde das erste Mal teilweise von Kleinen belagert, die sich den vermeintlich übrigen Space zu eigen machten, wie es auch schon letztes Jahr der Fall war. Und auch wenn das Objektiv gar nicht ging für die Deutschen, würde ich diesen Tatbestand als Glück bezeichnen, denn ansonsten würden wir dieses Jahr nicht wieder zu Augen bekommen, wie wundervoll die Flagge aufgeräumt werden konnte, nachdem die Übergabe erfolgt war. Und als wenn Geschichte sich wiederholen würde, lief dieser Prozess auch dieses Jahr übrigens wieder etwas zu gut. Denn als die Aufräumaktion in der unteren Flagge an der portugiesischen Grenze ankam, naja, machte man irgendwie einfach weiter. Und aus dem Bereich, der in der Nacht zuvor gar nie wirklich zu Deutschland gehörte, wurde plötzlich erneut eine Flaggenerweiterung und erst eine wirklich relevante Fraktion, die Valorant Community, brachte die Deutschen dazu, wieder anzuhalten. Aber auch nicht sofort. Über einen nicht allzu kurzen Zeitraum kämpften die deutschen Pixel um eine Eintrittserlaubnis auf dem Valorant Artwork, doch bekamen sie nicht. Letztendlich auch, weil man aktiv half, Valorants Artwork mit zu verteidigen und so die deutsche Hivemind-Krake, die dank dieser Aktion später übrigens auch mit diesem wundervollen Artwork ihren Platz auf der Flagge bekommen sollte, im Zaum halten konnte. Sowohl die Verwirrung bei dieser Erweiterung als auch dieser Übermut führten dazu, dass man als deutsche Community nun aber eine deutlich größer als erwartete Fläche zu verwalten hatte und über den vierten Tag verteilt dann auch auf der deutschen Aldi Seite ziemlich in Zugzwang kam. Ja. Und boy, wenn die Deutschen overperformen müssen, dann schaffen sie es. Ein Kunstwerk nach dem nächsten wurde auf die Flaggen gedruckt. Von einer Wiederkehr des Stuhls über Comic- und Kinderserienanlehnungen in Massen und Recyclingmüll, denn Mülltrennen ist eine nationale Identität, Ordnung muss sein, bis hin zu kulturell relevanten Personen und Orten war ja, alles ein Buch dabei. Brauchst du da nicht schreiben. Also trotz dieser Kunstkreation konnte man einfach nicht beide Flaggen komplett. Ich glaube, damit kriegst du lieber aber mehr. Nicht in dieselbe Lage wie Frankreich einen Tag zuvor kam, entschied man sich in der deutschen Kommandozentrale für einen ziemlich smarten Schachzug. Die nördliche Flagge wurde für andere Communities geöffnet, die nach Absprache mit dem Discord ihre eigenen Ideen auf dem schwarz-rot-goldenen Hintergrund verewigen durften. Und so wurde der größte Teil der neuen Erweiterung zu einem nicht ganz typischen, aber definitiv schön anzusehenden Hub für Artworks aller Art, von, als auch eine massiv Paula, hohe Anzahl an Fax-Best-Schriftzügen, die vorerst nur angefasst blieben, aus einem einfachen, aber langsam auch irgendwie nicht mehr überraschenden Grund. Es gab noch eine Erweiterung. Und an diesem Punkt führte die Geschwindigkeit dieser Erweiterung und die Tatsache, dass das Event inzwischen 5 Tage dauerte, dazu, dass am deutschen Discord als auch generell auf dem Canvas die Aktivität etwas nachließ. Es ein wenig ruhiger wurde und man die Ziele etwas anpasste. Und ganz ehrlich, das war auch angebracht, denn inzwischen gehörte so viel Fläche dieses Canvas bereits zu Deutschland, dass etwas Platz lassen, wie ich finde, auch nicht schadete. Tatsächlich kam man mit dieser Erweiterung und Erwartung dann aber noch auf eine neue Idee, mit der Deutschland es schaffte, herauszustechen. Man war sich recht einig, dass noch eine Flagge echt nicht sein muss und daher setzte man sich mit den Verbündeten bei Place NL zusammen und errichtete einen großen goldenen Bilderrahmen, der direkt zu Anfang mit 2 traditionellen Kunstwerken gefüllt wurde. Ihr wisst, diese analoge Malerei, falls ihr mal davon gehört habt. Und noch deutlich mehr sollten dazukommen. Außerdem wurde noch etwas weiter östlich eine Europakarte zur Pixelung freigegeben, als Symbol für Zusammenhalt und auch, weil das immer noch besser war, als noch eine Flagge zu pixeln. Den gesamten restlichen Lebenszyklus dieses Artworks über gab es zwar immer wieder welche, die in Geschichte hinten gesessen haben und deswegen es witzig fanden, zu versuchen, Polen auch schwarz-rot-gold zu färben, aber da konnte man dann auch recht gut gegen anhalten. Trotz dieser Umplanung entwickelte sich auch hier im Hintergrund die Deutschlandflagge, die vom deutschen Hivemind durchgesetzt wurde. Da sie aber offiziell nicht geplant und daher auch nicht verteidigt wurde, hielt sie nur für wenige Stunden. So. Und wenn wir jetzt mal rauszoomen, ja, dann fällt die Geometriebegabten unter euch vielleicht etwas auf. Dieser Canvas ist seit der letzten Erweiterung quadratisch. Wisst ihr, wie die letzten 2 R/Place Canvas am Ende des Events aussahen? Quadratisch. Wenn man jetzt also 1 und 1 zusammenzählt und damit nicht nur die verhältnismäßigen Seitenlängen eines Quadrats darstellt, sondern auch einfach nur logisch denkt, könnte man ja annehmen, dass dieses Jahr auch mit dieser Größe ein Ende in Sicht ist. Richtig? Mhm. Falsch. Es folgten noch 2 Erweiterungen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, haben diese bereits existierende Probleme nur amplifiziert. Überlagerte Gebiete auf der Nordflagge wurden noch schwieriger zu reinigen, sodass man sich dazu entschied, von den Reinigungen ganz abzusehen und sich auf andere Gebiete zu konzentrieren. Und davon gab es jetzt wieder genug. Denn auch wenn die Erweiterungen etwas viel wurden, galt hier nur eins. Noch einmal zeigen, wozu die deutsche Community imstande ist. Und so ging das, was man schon etliche Male gesehen hat, aber immer wieder schön ist, von vorne los. Und erneut verteilten sich die 3 Farben auf beiden Erweiterungen, zwischen denen übrigens mehrere Stunden lagen, die ich aus bestimmten Gründen, die ihr gleich noch erfahren werdet, aber zusammenfasse. Und wie gewohnt stellte sich niemand den 3 Farben in den Weg. Nachts war dieser Prozess zwar noch langsamer als bei der Erweiterung, die tagsüber passierte, letztendlich schmückten alle 3 Flaggen aber gekonnt die gesamte Breite des Canvas. Und selbstverständlich wurde noch das Beste gegeben, um davon auch noch alles zu verzieren. Einer der brillantesten deutschen Subreddits meiner Meinung nach, r/tja, zog auf der neuen Fläche um,
Ein Overhead-Projektor, Staugassenschild und Ritter Rost bekamen einen Platz, als auch das Taxi, das drei ikonische Figuren des deutschen Fernsehens von einem Narrenschaden erlöste. Die eine Anime-Figur, die da oben links hin, auch die rechte hingemalt Seite wurde. Forderte sein Pixel-Tribut, als die Erweiterung erschien und auch dort passierte... Ich kenne den Anime, den habe ich Moment. Geguckt. Ich weiß das erste nichts. Mal ging die Dekoration langsamer also, ran als sonst. Welcher Anime das ist? Überall. Und das lag an zwei Dingen. Ich kann den Namen gerade nicht auswendig, aber ich weiß darauf, noch. Dass es eben bald zu Ende gehen könnte, darum mit vielen Ländern zusammen ein bunt ausgemaltes Fuxbest, das um nochmal ein so Zeichen geil. Zu setzen, in der Mitte der neuen Erweiterung zu verewigen. Und dann gab es noch den hier. Ein großes Finale der stand ist bevor, auch geil. Denn am scheinbar letzten Tag von Asterisk Place trat plötzlich XUC, der größte englischsprachige Streamer, auf den Plan. Dieser fing an, in scheinbar zerstörerischer, willkürlicher Laune Communities anzugreifen und ihre Arbeit zunichte zu machen. Und selbstverständlich dauerte es nicht lange, bis die ersten Zusammenschlüsse darauf reagierten. Und was dann geschah, was für eine Welle dann plötzlich über alle Sprachen, Communities und Ländergrenzen hinweg über den Canvas hinwegfegte, wird sich so wahrscheinlich nie wieder wiederholen. Er greift damit Rubius Gebiet mit an. Oh no. Put black on the white then. October, November, December. By the way, wie er es versucht. The middle is impossible to fucking get. Es liegt nicht daran, dass es die Mitte ist. Es liegt daran, dass alle drauf gucken. Er kommt nicht durch. Er kommt nicht durch. Chat, who's doing that? Alle. Alle tun das. This is so bothered. Okay, Österreich. Okay. Österreich verteidigen. Los geht's. Oh mein Gott. Es ist wieder weg. Es ist wieder weg. 88.000 Zuschauer. Überleg dir das mal. Wie viele Leute da unterwegs sind. Nein. Ja. Pixel dagegen. Weg damit. Das ist die deutsche Flagge. Verschwende eure Pixel nicht für eine deutsche Flagge jetzt. Die Deutschen. Du bestimmt auch. Oh. Ja. Oh no! Will er jetzt Papa Platte nuken? Was macht er jetzt? Ey, wenn er unseren Drachen angreift, dann müssen wir ihn verteidigen. Haltet eure Pixel! Okay, da verteidigen wir mit. Instandhalten! Sehr stark! Ey. Links oben! Pass warum auf. Denn? What the fuck? Was da für ein so Zusammenschluss einfach halten, war. Am Leben halten! Ja. Er kommt jetzt schon nicht durch. Junge, Papa Platte hat einfach fast gleich viele Zuschauer wie XQC. Was ist hier los? Der Discord eskaliert auch? Oh Gott. Alle helfen. Drache defenden. Deutschland kommt. February, March. Okay, Leute, gegenpixeln. Junge, er denkt, dass die keine Overlays haben. Ja, Oreo auf jeden Fall. Weg damit. Guck's dir an da oben. I'm not gonna put anything in. Es ist schon wieder... Die Welle ist schon kaputt. Die ist schon gone. Junge, vor allem, imagine, jemand würde ihm mitteilen, dass das nicht das Einzige ist. Dass auch das mit von ihm ist. Und dass auch das mit von ihm ist. Und dass auch hier drüben noch was. Imagine... Oh, das Beste kommt ja noch. Er schafft es nicht mal eins davon kaputt zu machen. Boah, das ist viel. Das ist viel, aber es muss gegen angehen. Ja, aber das bleibt nicht. Guck mal, das war schon wieder. Das war nur einmal kurz. Das wird sofort repariert. Anywhere, okay. Jetzt ist der große Kampf. Jetzt ist der große Kampf für alles. Weg damit. Haltet die Stellung. Bleibt drin. Die Hellblauen weg. Alle weg. Ja, er hat gespreadet. Und jetzt wird erst deutlich, wie schwach er ist, weil er sich über das ganze Artwork verteilt hat. Dadurch wird es deutlich, wie schwach er ist. October, November, December. Das ist echt wie ein Krieg, ne? So stark gehalten. Ein harmloser Krieg. Wenn alle Kriege so wären, so ausgetragen wären, würde das sehr viel Leid ersparen. Ja, definitiv. Ja, er gibt auf. Kevin hat wirklich XQC gestürzt. Holy shit. Was ist das jetzt? Wo kommt das her? Ja, wer ist das? Oh mein Gott, wir dachten, es wäre vorbei und plötzlich kommt hier irgendjemand anderes und snappt mit rein. Okay, es war nur das GG. Das funktioniert nicht. Alter, als ob der Krieg für uns Recon, ausgeht. Davon kannst du wahrscheinlich ausgehen, so wie das Video gerade läuft. Es tut sich jetzt Verstärkung, maybe. Chat, you guys need to listen very carefully. If you are born on a day, when I say one, I'm born on the 12th. If I say 12, if you're born on the 12th, you're attacking the eye. Okay? Was? But you only fire when I call out your month. So you have to remember what spot you are for your day. Okay? I'll have 30 fucking...
I will have 30 spots. Okay, wir machen einfach genau das Gleiche. Wir machen einfach genau das Gleiche, was er sagt. Nur für die Verteidigung. Wenn ihr am ersten seid, dann verteidigt ihr auch da, wo die am ersten angreifen sollen. Das könnte sich niemals merken. What was two? Ja, genau. 11. This red part. 12 is red part. 12? I forgot that. Wie hart verwirrt er ist. Einfach so, wie er angreift. Ja, das hätte der aufschreiben müssen irgendwo, wenn er das wirklich ernst gemeint hätte. Hä? Ist der dumm? Durak wird gebäudet parallel. Oh, tatsächlich. Reddit wieder down? Wirklich? November, send! Da passiert nichts mehr, da passiert nichts. Ist legit eingefroren. Wieso steht es jetzt still? Hier drüben ist alles eingefroren. Gerade so ein großes Rätsel. Warum kann man hier placen, aber da drüben nicht? Ah, oh. Reparieren. Jetzt wurden die Server, jetzt sind die Server zu seinem Vorteil ausgefallen. Die Fans, hold it. Fucking hold it. Miskiff hilft jetzt auch. Nice. Dann krempelt die Ärmel hoch. Let me do it. Jetzt zeichnet die Zones wieder ein. Es ist schon dann. Du hast schon verloren. Guck dir den Drachen an, der steht wieder. Guck ihn dir an, er steht wieder. Was macht der? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Alle sind drauf. Okay. 31. 32. Ihr verteidigt einfach dasselbe. Wir machen das gleiche, was er sagt, 32. Aber in der Verteidigung. 1:1. 32. Was ist denn 32, Bruder? Was für 32? Warum denn Monat? Ist er dumm? Ist er Brege? Okay, Dreecon, viel Spaß. Okay, das klappt diesmal aber. Alle Januar-Leute zur Verteidigung, los. Alle Februar-Leute zur Verteidigung. Alle März-Leute zur Verteidigung. Alle April-Leute zur Verteidigung. Wie das da abgeht einfach. Alle Mai-Leute zur Verteidigung. Okay, er zieht das Tempo an. Wir müssen auch das Tempo anziehen. Auch alle August-Leute zur Verteidigung. Los, haltet es. Er kommt nicht durch. Er kommt actually nicht durch. Er hat keine Chance. Null. Er ist so mad. Er ist wirklich mad. Er ist fucking mad. Er schafft es boah, nicht. Boah, wie abgefuckt der gerade aussah. Er schafft alles. Ja. Und dann wird aber von dem ganzen Land aus Kombination von Streamern und den Menschen aus dem Land komplett weggepixelt. Er hat einfach keine Chance. Er hat gar keine Chance. Überhaupt nicht. Der versucht was und wird sofort wieder verscheucht quasi. So unfassbar. Wie mad er ist. Wie fucking mad er ist. Du bist so raus. Alter. Wir haben das geschafft. Wir haben das fucking gehalten. Wir haben das so böse gehalten gegen ihn. Alle. Ihr alle im Discord. Alle bei Kevin im Stream. So gut. Oh, stimmt. Hier geht auch was. Hä? Was ist das? Das ist das Play. Das ist das Play gerade. Nein, das ist nicht der russische Streamer schon wieder, oder? So ein Hurensohn. Nee, er hilft. Der hat immer alles kaputt gemacht die letzten Tage und jetzt hilft er? Kein Hurensohn, Kommando zurück. Junge, wie viele Voice-Chats voll sind. Es sind 3333 in der Kommandozentrale. Was kommt jetzt wieder für eine Strat? Oh, jetzt versucht er das wieder. Kevin will 32 auf das Glurak schreiben. Oh, wie schnell. Oh mein Gott. Das ist so gut. Was da abgeht einfach. Wie das überlebt. Junge, dass dieser Kampf auf den fucking Yu-Gi-Oh!-Drachen auch ausgeführt wird, ne? Einfach. Wo sind wir hier? Also basically, als er mit angegriffen hat, hat auch der gesamte deutsche Discord alle Communities mitgemacht und jetzt gerade kämpfen alle mit auf, also alle sind auf unserer Seite. Also es ist der ganze deutsche Discord, es ist Papa Platte und es sind alle große Streamer. Miskiff ist bei uns dabei, der größte russische Streamer ist dabei. So krass einfach, alle pixeln mit gerade gegen XQC. Und XQC ist gerade in der 7. oder 8. Angriffswelle.
auf diesen Drachen und er kriegt's einfach nicht hin. Er kriegt den nicht kaputt. So, who do we attack? Ja, er hat aufgegeben, er will was anderes angreifen. Ja, er hat echt aufgegeben. Er hat wirklich aufgegeben. Wir haben gewonnen. Ich glaube, das sehr gut. Let's fucking yep. go, guys. Erfolgreich verteidigt. Go. Wir haben den größten Streamer auf dieser Plattform abgewehrt heute. Und so passierte es, dass ein gigantisches Bündnis aus so ziemlich allen Parteien, die das Event live verfolgten, sich gegen den sich siegessicher gebenden XQC durchsetzte und bis zum Schluss nicht zuließ, dass dieser auch nur einen Hauch von Zerstörung anrichtete. In der Enthüllung einer großen Gefahr sah man einen universellen Grund, zusammenzuarbeiten und das ohne großartig zu kommunizieren oder sich Gedanken zu machen. Ein wundervolles Beispiel dafür, was r/Plays hervorbringen kann, auch wenn es hier natürlich alles nur ein großes Meme war. Als sich die Parteien versöhnten, griffen die eben noch verfeindeten Streamer gemeinsam die Türkei-Flagge an, der es kurze Zeit später gar nicht mehr gut ging. Und auch noch ein paar andere Communities, wie die Brownies, mussten unter ihnen leiden. Der größte Lärm war aber erstmal vorbei. Mhm. Das gab den Deutschen noch einmal kurz Zeit, ein paar neue Ideen auf dem frei gewordenen Space zu verewigen. Und so schafften es unter anderem diese schöne Germanisierung japanischer Popkultur und auch die vorher schon angesprochene Krake auf die Flagge. Was einige von euch vielleicht vermissen werden und ich in diesem Kontext euch auch gerne noch zeigen würde, ist die Kanada-Flagge. Denn wenn ihr euch erinnert, war diese letztes Jahr ein gigantisches Meme, ganz allein ausgelöst dadurch, dass sie ihr Ahornblatt auf der Flagge nicht einmal verwirrt. Das ist so gut. Auch dieses Jahr sah es für die Kanadier anfangs nicht gut aus. Und ihre Flagge ziemlich genau in der Mitte des Canvas litt wieder und wieder, logischerweise auch unter Trolls, die wollten, dass es dieses Jahr genauso endete. Nun, die Kanadier haben seit letztem Jahr aber anscheinend einiges an IQ-Punkten dazugewonnen, denn sie benutzten diese Flagge als eine Art Ablenkung, eine Decoy-Flagge, und errichteten eine zweite Flagge nur wenige Pixel entfernt. Und so schafften es sogar die Kanadier, dieses Jahr ihr Ahornblatt fertigzustellen. Und praktischerweise habt ihr in dieser Timelapse gerade auch ein zweites Highlight des Canvas mitbeobachtet. Direkt daneben hat Ozu nämlich eine gesamte Pixel-für-Pixel-Replikation des Musikvideos Bad Apple hinterlassen. Nun, lange sollten die Ideenschmieden der deutschen und aller anderen Communities aber nicht mehr weiterlaufen können, außer für einen letzten Vorstoß. Denn am Abend des 25. Juli, als viele bereits das Ende erwarteten, änderte sich ein letztes Mal etwas Grundsätzliches. Nur noch weiße und graue Pixel konnten gesetzt werden. Und ich weiß nicht, ob die Reddit-Admins sich gedacht haben, dass vielleicht einige Communities ihre Artworks in 5 Graustufen umwandeln würden, was bestimmt auch cool gewesen wäre, aber was tatsächlich passierte, war irgendwie absehbar. Denn anstatt den Canvas komplett zu zerstören, kamen ein letztes Mal alle Nutzer zusammen und wortwörtlich jede Person, die mitgewirkt hatte, wusste über den einen oder anderen Weg, was der Plan war. Ein gigantisches Fuck-Space sollte die Leinwand zieren. Es gab ein paar mehr Ansatzpunkte, doch recht schnell einigte sich, dass diesmal weltweite Hive-Mind auf einen Anfangs Punkt und so wurden erst Konturen und dann die Buchstaben selbst Stück für Stück gepixelt. Als das Fax so beinahe stand, wurden alle grauen Pixel aus der Auswahl entfernt, vielleicht als ein Versuch, die Fertigstellung zu verhindern, vielleicht war es sowieso geplant. Nach und nach wurde der Cooldown zum Setzen eines Pixels immer niedriger und am Ende stand es da, groß und deutlich, Fuck Space. Mit der Fertigstellung dauerte es nicht mehr lange, bis der Rest der Leinwand mehr und mehr in Weiß gehüllt wurde. Und so verteilten sich die weißen Pixel nach und nach über der Leinwand. Nach und nach verschwanden die Geschichten und Erinnerungen, die Menschen auf der ganzen Welt in den letzten 6 Tagen sammelten und erbauten, in dem Nichts und gleichzeitig alles bedeutend im weißen Void. r/Plays kam auch dieses Jahr wieder zu einem Ende und ich hätte über meine und unsere Teilnahme nicht glücklicher gewesen sein können. Lief das Event unter Einfluss eines kontroversen Überthemas ab? Ja. Kam das Event zu früh zurück? Vermutlich. Hätte man vieles besser machen können. Bestimmt. Am Ende haben wir aber das Beste draus gemacht und das war es allemal wert. Danke an die deutsche Community für die Tage. Danke an den Discord. Danke an all meine Zuschauer, die an diesen 6 Tagen auch mich supportet haben wie noch nie. Und danke an euch, dass ihr euch dieses Video angeguckt habt. Und gern geschehen. Vielleicht bis zum nächsten Internetphänomen. Ich hoffe nicht. Es gibt dann nochmal Krieg. Junge, was da teilweise abging. So ja, gut. Und wie bescheuert. So. Aber das würde es für mich auch gewesen sein, weil ich bin todmüde. Ich musste mir so viele Gähner unterdrücken in den letzten 20 Minuten. Bitte was? Vor allem was? Mund raus. Ja, oh, boah. Nicht, weil es nicht spannend war, sondern einfach, weil ich so müde bin. Ja, guck mal unter meine Augen. Ach so, du bist gar kein Panda? Nein. Oh. Es ist warm und vielleicht mir ist müde. Vielleicht solltest du schlafen gehen. Warte mal, es ist warm und mir ist müde? Ja. Vielleicht eher andersrum? Nein, genau so. Okay. Okay. Ja. Okay. Also du wirst jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr weitermachen, richtig? Nee, ich bin fix und fertig und dieser Rufbereitschaftsanruf hat mir zu viele graue Gehirnzellen gefordert. Das ist immer sehr anstrengend, wenn man 2 Stunden lang konzentriert auf eine Lösung suchen muss
und dann doch irgendwie planlos in der Gegend rumsteht. Glaube ich. Aber Oreo, du hast recht, das war fantastisch, was die da alles gemacht haben. Und auch die Animation, ich glaube, man kann sogar noch R-Plays die ganzen Canvas nachverfolgen. Ich habe euch trotzdem nochmal den Link reingepostet, falls ihr es doch nochmal nachsehen wollt. Genau. Ach, so, aber ich werd Pinky wieder raiden. Ja, dann würde ich zu dir rüber raiden und du raidest zu Pinky rüber. Machen das wir so. Hört sich gut an. Ja. Genau. Der Kanal wendet sich an Erwachsene. Jetzt kommen nur Kinder rüber. Ah. Ja. Oh, wow. Also in mein Chat mal an alle, danke fürs Dabeisein, ne? Und war lustig. Und danke nochmal, dass ihr trotzdem dabei gewesen seid, trotz der dezenten paar Unterbrechungen inklusive Stream-Ausfall und. Genau, aber so. Von meiner Seite eine gute Nacht und schlaft gut. Und dann sehen wir uns morgen in Old Freshness wieder. Ich hoffe, ausgeschlafen und. Eingangsspruch, kriege ich einen Lolli? Nein. Nein, einfach nein. Nein. Kriegst du nicht. Genau, ich und dann. Lolli für dich. Und dann gucken wir mal morgen, wann ich starten werde. Also, hau uns rein und dann viel Spaß bei Manni. Das ist eine Streamerin, die mag euch bekannt vorkommen. Die raiden wir jetzt. Die ist gerade aktiv dabei, Videos zu gucken. Okay, gute Nacht. Hi übrigens.